Ja, jetzt wird Michael gekillt. Das ist nichts Neues. Aufgabe für Donnerstag. Michael quält. Ich habe hier noch eine Outlook-Aufgabe offen. Da kann ich dann draufklicken. Füllt's. Hallo Livestream. Die beiden Herren rechts von mir, euch aus gesehen, links von mir unterhalten sich gerade über das PL. Von Michael am Donnerstag. Er hat einen Outlook-Termin dafür. Nein, nein, Moment. Nein, ich habe mir eine Aufgabe im Outlook angelegt. Ach so, für diesen Livestream. Erneut, wir spielen das vierte Mal heute Abend das Schiff der verlorenen Seelen. Beziehungsweise das dritte Mal, aber es ist dann das vierte Video, das damit dann auch online gehen wird. Das fühlt sich öfters an. Das tut mir leid. Das ist immer noch Markus, in dessen Untergeschoss wir spielen. Es ist kein Keller. Du musst aber zugeben, dass in deinem Untergeschoss spielen viel anzüglicher klingt als in deinem Keller. Deine Wahl. Entweder also, was du dir immer denkst bei den ganzen anderen, das ist wie die Sache mit der Produktflöte. Das also liegt daran, dass wir Live-Publikum haben und dass André Wiesler drin, der strahlt das einfach irgendwie die Anzüglichkeit aus. Das tut mir leid. Peniswitze werden abgestrahlt in unsere Richtung. Sollte das heute also vermehrt vorkommen? Es könnten Kinder anwesend sein. Im Internet. Auf Twitch. Ah, vergiss es. Glaubst du, wir sprechen eine junge Generation an? Ich weiß es nicht. Das ist Michael. Mehr muss man dazu nicht sagen. Er spielt Nubor. Ich bin immer noch Mairi und spiele Leta, die immer noch nicht davon überzeugt ist, dass sie eine Magierin ist. Und das ist Olaf, der spielt den Zwerg Bocklawasch und hat seinen Salat gleich auf. Ja, den zwergischen Salat aus Pilzen. Und ja, Zwerge sind ja bekannt dafür, dass sie gerne Salat essen. Der ist und danach trinken sie eine Bio-Limo. Ist während dem Spielen? Ja, der ist während des Spiels. Vorm Spiel. Das kannst du ja jetzt noch nicht als Spiel bezeichnen. Wegen mir hättest du jetzt nicht hetzen müssen, der kommt nicht dran, der müsste dafür aufstehen. Ich weiß aber, ich war fertig. Okay. Gut, ich hab was vergessen. Ihr könnt ja schon mal ohne mich anfangen, ich bin gleich wieder da. Markus? Das ist leicht, ne? Genau, was ja, ja. Ich kläre dich runter. Ja, Markus muss noch ein bisschen weiter vorbereiten, aber wir haben noch ein paar Dinge, über die wir reden können. Zum Beispiel, vielleicht fällt euch auf, dass im Bild gerade was fehlt. Nämlich die Bildchen von unseren Charakteren, die wir ursprünglich hatten. Beziehungsweise wir haben die Chibis von mehreren Archetypen genommen. Also von mehreren. Von ikonischen Charakteren, nicht Archetypen. Zuletzt, Entschuldigung, von ikonischen Charakteren. Ja, das ist bei DSA 5 ja tatsächlich ein Unterschied. Du hast recht. Klugscheiß-Modus an. Bei DSA 5 wird zwischen Archetypen und ikonischen Charakteren unterschieden. Danke, Michael. Gerne. Ja, aber die ikonischen Charaktere gibt es auch als Archetypen, oder? Weiß ich gar nicht. Ja, das ist, da gibt es eine Schnittmenge. Und wir haben angekündigt, dass wir die ersetzen werden. Und denn wir haben die großartige, wir müssen immer den S-Punkt dahinter sagen. Es gibt zwei Nadines bei Ulysses, aber es war die Nadine Schäkel. Was? Die übrigens auch gerade in unserem Publikum ist und zuschaut. Das ist Nadine. Und Nadine hat uns neue Chibis gezeichnet. Ich glaube, wir haben Nubor zensiert schon online sehen können. Richtig? Das weiß ich nicht. Ich glaube, der wurde die Regiekatze nickt. Aber da waren Teile noch abgedeckt davon. Wir, wollen wir sie enthüllen? Stückchen für Stückchen? Gut. Während Markus noch irgendwie Dinge hier ich im Regal muss noch hin und kurz her? Was machen. Also von daher, unterhaltet euch. Okay. Wir müssen ohnehin noch ein bisschen... ja. Markus, du bist noch stumm. Nö. Jetzt nicht mehr. Okay. Jetzt nicht mehr? Können wir es so lassen? Ich bin nicht stumm. So, das wäre Michael zwar sehr recht, aber... Nee, dann fasst du noch mehr an. Ich mache da immer Stimmtraining, bevor ich anfange, ja, damit mir das nicht passiert. Hat Nubor gerade ein Schild? Nein. Nein, gerade hat er keinen. Lol. Also ist wichtig zu wissen. Ich würde sagen, als erstes enthüllen wir Bocklawasch. Bei euch ist das jetzt viel spannender als bei uns. Ich habe es aber schon vorab gesehen. Das ist eine sehr dynamische Pose. Ja. Die Nase ist. Ja, ist ja auch der Einzige. Er ist ja auch der Einzige, der was trifft. Also. Hoch hinaus. Also, ja. Er ist ja der Einzige, der was trifft. Ja, er ist nee, das stimmt nicht. Er macht nur meistens Schaden. Er ist der Einzige, der von Anfang an was anderes als Abenteurer war. Das ist Zwerg. Ja, genau. Kann gar kein Abenteurer. Und wer nichts wird, wird Zwerg. Ja. Nee, Moment, dann, du musst ja auch Mindestattribute würfeln, um eine andere Rasse, also eine andere Klasse nehmen zu können, das richtig? Das sind die Klassen, die alle. Ja, natürlich. Seit wann wird denn das unterschieden? Mit Leta. So, Michael. Ah,
Hat sich die Mutter dann gefragt, magst du eine Beschreibung für Nadine schreiben, damit sie die Chibi zeichnen kann? Und ich schrieb das dann auf und es fing harmlos an mit so einem großen Stämmig und blond und dann trägt einen Waffenrock, einen gefütterten, mattierten Waffenrock, der aus einem Seidenteppich hergestellt wurde und ihre Waffe ist in ein stabgebundenes Buch. Ich stelle mir auch Nadine öfters solche Konsens beschreiben. Was ich zu lesen kriege. Okay, Nadine kriegt öfters auch eine seltsame Beschreibung. Ich bin auf jeden Fall höchst zufrieden und bin vor Freude im Dreieck gehüpft, als ich das gesehen habe. Das ist nämlich sehr großartig geworden. Und jetzt zu guter Letzt der unaufgeregteste Held, Nubor. Ohne Schild. Ja. Und ja, Nubor gibt es in zwei Versionen. Nadine hat den Schild als eigene Ebene angelegt. Völlig, völlig unnötig, meiner Meinung nach. Ja, man könnte auch nur die Ilu mit dem Schild nehmen. Nein, das wäre wiederum unrealistisch. Und ich bin sehr begeistert davon, dass Nadine tatsächlich es nicht nur geschafft hat, dass es aussieht wie Michael, dass sie auch den Gesichtsausdruck von ihm bei was getroffen hat, und dass Nubor einen Hoodie trägt, der aber irgendwie zu dem ganzen Restensemble gut passt. Vielleicht ist das ja in Aventurien durchaus eine... Nein, es ist mir völlig egal, ob das in Aventurien möglich ist oder nicht. Ich glaube, es ist möglich, einen Hoodie zu tragen. So. Das ist die Frage, ob dir jemand einen herstellt. Sei dem, wie es will. Wir fangen jetzt an. Chibis. Jetzt geht's los. Wir haben passende Chibis und ich... Warum haben wir keine für dich? Der verliert keine Lebenspunkte. Außerdem wird er nicht auch im Plan bewegt. Nein, also ich habe immer ganz doll geil viele Lebenspunkte. Und wir sind ja alle eigentlich. Wir könnten dich ja anders in die Übersicht einbauen, anstatt unten die Charaktere dann so über dem Bild, so drohend, wie über dem Spielleiterschirm von HeroQuest, der Magier. Mm. Ja. Mit der Maske. Also, wir haben Marionetten seid ihr. Marionetten! Ja, die Chibis übrigens, die gibt es ab morgen auch im Getshirts-Shop von Ulysses, soweit ich das verstanden habe. Im Getshirts-Shop, getshirts.de und Getshirts ist es, ja. Ist Ulysses als einer der Partner da gelistet. Also wir sind nicht mehr bei Spreadshirt, sondern genau, wir sind bei Getshirts. Genau. Aber muss ich auf den Getshirts-Shop gehen oder gibt es einen Link auf der Homepage? Das weiß ich nicht, ist das meine Homepage? Habe ich damit was zu tun? Hat mal jemand gerade hier digital so ein Smartphone dabei und kann nachschauen? Smartphone, ja, aber ich habe hier kein Internet. Ja, aber wir sind ja in... Also wenn das so sein sollte, können wir es doch anrichten. Von da. So, jetzt fangen wir aber trotzdem an. Also bei Gadgets wird es diese Chibis dann jetzt auch geben, um sie auf Dinge zu drucken. Also wer Badelatschen mit Boklawasch haben möchte. Die Boklawasch-Badelatschen, das ist gut. Sag das dreimal schnell hintereinander. Ja, T-Shirts oder wenn ihr Unterwäsche damit macht, Michael, schickt uns keine Fotos. Michael macht seinen Tag damit. So ein Love-Pin. Fantastisch. Es gibt einen Link auf der Ulysses-Seite. Es gibt einen Link. So, jetzt Schluss. Da ist das Gespräch schon mal drauf gekommen, ein Love-Pillow. Und das dann halt eben, das Bucklerwasch muss kürzer sein. Also. Ja. Love. Also, ich habe da mal was vorbereitet. Meine persönliche Interpretation dessen, was der Plan hergeben sollte. Haben wir gerade Clairvoyance gesprochen. Das gab es in diesen alten... Nein, also, wir befinden uns hier oben. Liebe Regiekatze, wir befinden uns am Punkt CC. Mag mir jeder mal seine Lebensenergie verraten? Einmal mit Profis arbeiten. Ich glaube, es ist alles durchgestrichen. Das oh, er ist tot! Ich habe 36. Ich müsste so... Du musst es in Prozenten ausdrücken. 36 von 38. Ausrechnen darf jemand anders. 63%. Ich habe eine Liste. Streber. Der Doktor, Herr Doktor ist vorbereitet. Ich bin bei 35%. Ich habe ein Smartphone. Du hast den Trick für den Smartphone jetzt genutzt. Ja. Okay. So, also. Das letzte Mal habt ihr das komplette erste Unterdeck erforscht, könnte man sagen. Und dabei ein Massaker angerichtet. Wenn du mit erforscht meinst, dass wir wahllos von einem Raum in den nächsten gefallen sind und für Klabautermännern beraubt wurden. Und von Orks mit Scheiße beschmissen wurden. Aber also der Ork-Scheiße-Dungeon war jetzt wirklich ein bisschen zu viel. Ich hab mir den nicht einfallen lassen. Das steht hinter hier der so fucking Schiebetür. Gar nicht fix. Die aber nur alle zweimal, wie man sie zuzieht, einrastet. Ich hab euch das sogar komplett vorgelesen. Glaubt ihr, sowas würde ich mir ausdenken? Nein, das geht nicht. Und wir hatten Froschschweinemenschen. Froschschweinemenschen? Ja. Schweinefroschmenschen. Also genau. Kermit und Piggys Kinder. Ja. Ihr habt Krakonia niedergestochen mit, guck mal, tut das da weh? Tot. Also das hat gut funktioniert.
Das hat über. Ja. Oh ja, jetzt! Nein, so. Moment, das konnten wir jeweils nur einmal probieren. Genau. Danach schützen sie ja instinktiv ihre Stelle. Sie schützen instinktiv ihre Stelle. Wo wir wieder beim Nubotanger wären. Aber ihr habt jetzt die Treppe nach unten genommen, also eine der Treppen. Habt ihr überhaupt mehr als eine Treppe gefunden? Ich glaube, ihr habt eine Tür nicht geöffnet. Hier und von daher, ja, also ihr habt eine Treppe. So, ihr befindet euch hier. Mhm. Ja. Das ja. ist eine Treppe. Sieht nicht so aus? Moment, ist aber so. Genau. Nach unten. Okay, ihr geht nach unten und versucht, das Schiff zu verlassen. Klappt aber nicht. Ich habe aber einen Vorlesetext. Die Abmessungen sind im Grundriss zu entnehmen. Ah, danke. Höhe des Raums, Doppelpunkt diesmal. Es war kein Platz für mehr Wörter. 2,2 Meter. In der östlichen Wand ist eine Tür. Fußboden, Wände und Decke sind sorgfältig verschalt. Eine Eisenleiter führt in einem Schacht zur Decke darüber. Bei mir war eine Treppe eingezeichnet. Also diese Eisenleiter ist in Wahrheit so eine Metalltreppe. Mhm. Metalltreppe? Ja. Im Schiff. Eine Eisenleiter in dem Schiff ist mindestens genauso dämlich, um ehrlich zu sein. Von daher macht das wenig Unterschied. Also von daher, das ist so eine Eisentreppe, die war billig zu haben. Deswegen ist hier eingebaut. Ah, das ist so ein Standardmodell aus dem Baumarkt. Ja, ja, so eine richtige, so eine Nottreppe, die man erstmal einbaut, wenn man am Bau ist. Und die wird dann irgendwann ersetzt durch eine verschalte Version. Irgendwann. Wenn die sich das leisten können. Ja, aber wie wir ja festgestellt haben, die ganzen Piraten verstecken ja ihre Schätze hier immer und unter Kohle. Unter Kohle und den anderen Dingen. Oder so, dass man sie nur sehen kann, wenn man in der richtigen Hängematte liegt. Ja, das habt ihr aber auch nicht gefunden. Nee, haben wir nicht, aber du hast es so. Das ist der Raum, in dem ihr steht. Der ist toll verschalt, aber leer. Soll ich nochmal vorlesen? Nein. Fußboden, Wände und Decke sind sorgfältig verschalt. Wenn du einen Satz weggelassen hast, wo steht, dass da mehrere Orks sind oder sowas. Lass mich nochmal gucken. Wieder ein Scheiße-Dungeon. Nein. Darf man das Wort Scheiße-Dungeon sagen auf Twitch? Ich denke schon. Ist das ein Wort? Du hast dich nicht nackt ausgezogen, alles ist gut. Von daher. Ich öffne die Tür. So, du musst mir ein Disclaimer machen. Ich öffne immer noch die Tür. Du machst welche Tür auf? Es gibt nur eine. Es gibt nur eine, ja. Oh, falscher Raum. Okay, ja, stimmt. Es gibt nur eine Tür. Hast du auch den richtigen Raum jetzt vorgelesen? Ja. Okay. Das ist der ganz oben steht. Es steht nirgendwo, ob die Tür offen ist. Das muss ich erst checken. Das steht meistens erst... Bei der Tür. Nein, das steht als letzter Satz in den Meisterinformationen, ganz am Ende dieses Textes. Die Tür ist unverschlossen. Die Strukturierung der Informationen in diesem Abenteuer ist... Ich weiß aber inzwischen, wo ich nachgucken muss. Ich bin ja, schon sehr viel weiter. Ich bin sicher, das war stimmt. derselbe Architekt, der auch das Haus das Verrückte macht, gebaut hat. Die Abmessungen sind dem Grundriss zu entnehmen. Möglicherweise derselbe Raum? Architekt. So, genau. Also wir sind im nächsten Raum, Regie, Katze. Wir sind bei Raum 2.2. C13? Genau. C13. Höhe des Raums 2,2 Meter. Oh, lass uns noch eins weitergehen und C14 machen. Im... Treffer. Im Westen, Süden und Osten gibt es je eine Tür. Ich präsentiere die Tür. Und dann nehmen wir doch eine Probe, bestimmt mit der 14C-Methode, wie alt das Schiff ist. Fußboden, Wände und Decke sind roh verschalt. Oh nein, hier sind sie noch nicht fertig geworden. Es ist dunkel. Wir haben von oben nach unten gearbeitet. Wie man das Schiff halt macht. Mal Licht an. Ich habe kein Licht. Ich glaube, ich habe Fackeln. Ich lüge, ich habe noch 10 Fackeln. Ich entzünde eine Fackel, ich habe ja beide Hände frei. Weißt du überhaupt, wie das geht? Hast ja. du Feuerstein und ja. Zunder? Ich habe Feuerstein, Stahl und Zunder. Bei meinem allerersten Abenteuer schon ist er durch einen dunklen Raum gelaufen mit Feuerstein und Stahl. Na gut. Und ich habe, glaube ich, dann gegen einen Stuhl drin. Gerammt und habe mir Splitter okay. eingefangen. Also na gut. Ich lasse das jetzt mal durchgehen, dass du einfach so Feuer machen kannst. Ich lasse dich mal nicht auf Klugheit würfeln. Die Gefahr, dass du das schaffst, ist mir zu groß. Solange es nicht Charisma ist. Irgendwas piept hier. Die ist momentan ausreichend chasey. Nein. Ist irgendjemand das Herzschrittmacher? Ausgefallen? Nein. Guck ich mich an. Im Norden sind allerlei Taillen und Blöcke gestapelt. Es gibt Püttings und Strops, Jungfern, Mahlspieker, Pricker sowie Teigwerkzeuge zu sehen. Ich bin stolz auf mich, Fitz, dass ich die Hälfte der Begriffe. Klettkeulen. Ich habe mal ein Buch über Schiffe gelesen, das muss ich jetzt hier einbauen. Die Taglerwerkzeuge liegen feinsäuberlich in einem Regal, das sich in der südwestlichen Ecke befindet. Einige der Nadeln stecken in einem mit kaltem Fett gefüllten Horn. Wenn die in einem mit heißem Fett gefüllten Horn stecken würden, fände ich das noch viel cooler. Aber ich kann mal kurz nachgucken, ob ich euch vorlesen kann, was das alles ist. Weil ich habe hier wollen, so. Wollen wir versuchen zu raten? Was weiß ich alles? Okay, wir können ja mal durchgehen. Wer von euch weiß, was ein Püttings ist? Nein. Wer weiß es?
Das klingt für mich nach irgendetwas, das man in also wir, dazwischen klebt. Da fällt mir was ein. Wir machen da draußen ein Spiel. Wir machen da draußen so ein tolles Spiel. Damit wurde ich demnächst irgendwann mal gequält. Ihr müsst dann so auf den Tisch hauen und sagen, eigentlich, ja, wenn ihr es wisst, dafür gibt es Punkte. Wer die meisten Punkte hat, wird jetzt am wenigsten gequält. Kommt hier irgendjemand aus Norddeutschland oder hat sonst genautische Erfahrungen? Was ist ein... Ihr dürft mitmachen. Ich komme aus Norddeutschland und ich habe nichts damit zu tun. Was ist ein Pütting? Eigentlich ist das ein Nachtisch. Pütting ist kein Nachtisch. Okay, André. Die Interpretation eines Nachtischs lasse ich an der Stelle durchgehen. Nein. Also, eine Eisenstange für die Takelage. Das könnte man wissen. Ich habe was Neues gelernt. Das könnte man notieren. Was ist ein Strops? Das. Das ist ein Gürtel mit kleinen Schließen für Strümpfe. Das ist ein bornischer Hund. Ein bornischer Hund? Ein bornischer Hund. Bornischer? Ja. Nein, eine Schlinge aus Tauwerk oder Draht zum Hieven von Lasten. Mhm. Sag mal, wisst ihr irgendwas? Mach weiter. Da kommen Dinge, von denen ich weiß, was sie sind. Talien? Das sind diese Holzteile, durch die Seile durchlaufen, um im Grunde Flaschenzüge zu bilden, damit man die Sachen leichter treffen kann und hochziehen und runterlassen. Ich gebe dafür einen halben Punkt, weil die Beschreibung nicht hundertprozentig genau ist. Flaschenzug-ähnliche Vorrichtung mit zwei Blöcken. Du hast nie das Wort Block erwähnt. Moment, ich habe diese Maschine, ich weiß nicht genau, wie sie funktioniert. Mahlspieker. Das ist ein kleines, sehr scharfes Messer, Ja, das gibt keine Punkte, aber sie lassen weiterreden. Es ist ein kleines, sehr scharfes Messer, mit dem man Knoten und dergleichen im Notfall auftrennen kann und dessen Wicklung am Griff so gemacht ist, dass man immer weiß, in welche Richtung die Schneide zeigt, weil man es blind ziehen können muss. Ja, das ist nicht, also das kann ich so nicht durchgehen lassen. Etwa ein Fuß langer, 3 bis 4 Zentimeter dicker Dorn zum Spleißen von Trossen. Wir lernen Dinge über Schiffe. Bricker. Von wem? Was ist ein Bricker? Michael. Das ist so ein Stück Holz, etwa so groß. Das ist so ein sehr, sehr selbstzufriedener Mensch, der dumme Fragen stellt. Das ist ein Bricker. Voll der Bringer. Ja, etwa 1 Zentimeter dicker Dorn zum Spleißen von Trossen. Die genaue Unterscheidung zwischen Mahlspieker und Bricker ist jetzt nicht, also... Sie haben den Mahlspieker falsch beschrieben, aber das ist nee. Egal. Das ist ein authentisches... In Aventurien ist das anders. Ah, ja klar, egal was du da drin findest, in Aventurien ist das anders. So, was haben wir denn noch? Wir sind noch lange nicht fertig. Wer erklärt uns das eigentlich? Fitz. Ist er nicht der Kobold? Nein. Fit? Ein Fit? Oh, Sie haben tatsächlich auch so recht. Natürlich, es ist aventurisch. Fit? Ich dachte, es wäre das Messer gewesen. Das ist nicht dein Zustand? Nein. Auch fit. Hartholzdorn zum Spleißen von Tau. Ich habe das Gefühl, dass das alles ein bisschen redundant ist, was da rumliegt. Ah, ich habe aus Versehen Nein Kletkeulen. Was ist deine Kletkeule? Das ist etwas, mit dem man den Pricker über den Schädel hat. Auch Kleidkeule. Gleitkeule. Hammerähnliches Werkzeug aus Holz zum Bekleiden einer Trossen. Wir hatten auch einen Eimer mit kaltem Fett, ne? Das war ein Horn mit kaltem Fett, das ist das Gleithorn. Das Gleithorn. Das ist das Traumschiff. Okay, das nächste ist ganz wichtig, das ist die Liegnadel. Ich glaube, es ist eine Nadel. Das. Zum Spleißen von Trossen. Nadel für das Verstärken der Segel an den Kanten mit Tauwerk. Kannst du dir ein Tau einnähen? Sehr schön. So, also nachdem ihr da die Beschreibungsschicht nach den Werkzeugen durchgelesen habt. Schön, dass das sozusagen ein Lehrschiff für Geister gerade ist. Ja. Wie ist deine Astralenergie eigentlich? Meine Astralenergie sind 5 Punkte von 30. So, also, was macht ihr denn in diesem wunderschönen Schuppen? Also wir lesen erstmal diese Schildchen? Ja. Übrigens, meine Labraja geweiht hat so ein Büchlein, in dem sammelt sie anzügliche Sprüche aus verschiedenen Berufsgattungen und dergleichen. Und ich finde, da kannst du dir also ein Seil nähen oder die Kleidkeule. Kann man noch was draus machen. Das ist keine Gleitkeule, sondern eine Kleidkeule.
Wir gehen links an der Wand entlang. Nicht zum Eingleiden, sondern zum Einkleiden. Ist das sowas wie so ein Schuhanzieher, wie dieser Schuhlöffel? Zum Einkleiden? Ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Ich kann nur die Beschreibung vorlesen. Um unserem Thema weiter zu folgen, gehen wir links an der Wand lang und gehen durch die östliche Tür. Wollt ihr da drin nicht irgendwas Spannendes machen? Ihr habt so viele geile Werkzeuge. Ich nehme eine Taille mit. Da kann man immer. Mein Fertigkeitswert in Nautik ist nicht groß genug, um da irgendwas zu machen. Gibt es da auch einfache Tauer und Seile? Die sind hier nicht beschrieben. Ich kann keine Ausrüstungsgegenstände anlegen, mein Fertigkeitswert in Segeln ist zu bringen. Okay, fantastisch. Ja, wenn du willst, kannst du dir einen Tau mitnehmen. Nur so für alle Fälle. Man kann du musst ein Schiff abschleppen. Nee, dir mal einen Tau an. Ja, was braucht man dafür, um sich's anzunähen? Eine Liegnadel. Kommt drauf an. Das gibt jetzt einen Punkt. Klugscheißen. Das gibt einen Punkt auf Klugscheißen. Sehr gut. Fantastisch, kann ich schon wieder streichen. Siehste? Guter Mann. Dafür darfst du nachher sogar was essen. Mein Charakterbogen ist irgendwie so sortiert, dass hier steht Klugscheißen 4 und dann immer plus 1 Schaden. Weil die Sachen... Unterbrechung durch die Regiekatze. Alles gut, mach weiter. Reine Schikane. Oh ja, reine Schikane. Das ist mein Job. Ich versuche immer das Ruppeln rauszukriegen, aber. Gut. Gut. Wo geht's lang? In den Wahnsinn geht's. Osten. Durch die östliche Tür. Durch die östliche Tür. Ich muss erst mal sehen. Also, ich muss erst mal gucken, ob die aufgeht. An der Grenze von C15 zu C16. Basteln wir an der Tür rum. Okay. Oh oh. Michael, das heißt, entweder da ist was Fieses oder er versucht verzweifelt die Informationen zu finden und überspringt das. Michael hat keine Punkte gesammelt beim. Er wird heute nicht gequält, das ist schade. Die Abmessungen sind dem Grundriss zu entnehmen. Mhm. Höhe des Raums 2,2 Meter. In der Westwand gibt es eine Tür. Ja, durch die sind wir gekommen. Genau. Aber das ist nur nochmal state the obvious. Fußboden. Wände und Decke sind. Grob. Verschachtelt? Roh verschalt. Oh, tut mir leid, schon wieder ein Fehler. Auf dem Boden steht eine Öllampe. Ein Großteil des Raumes ist mit Fässern verschiedener Größe angefüllt. Am Boden liegt, sich auf einem Ellbogen aufstützend, ein sehr dicker Mann auf einer Kokosmatte. Er hat eine Halbglatze, einen Stoppelbart, eine riesige rote Nase, aus der sehr lange Haare herauswachsen. Bis auf ein mehrfach um die Hüften geschlungenes Lendentuch ist er nackt. Neben ihm liegt eine schwere Keule, aber sonst trägt er keine Waffen. Er führt gerade... Das habe ich nicht vorgelesen! Ich habe es gesagt, damit sie es nicht sagen muss. Sehr gut. Sonst war das Internet an dem Spruch teil. Ist das eine Kleidkeule? Er führt gerade einen Holzhumpen an den Mund. In Reichweite seiner Hände befindet sich ein umgekippter Würfelbecher. Die Würfel sind herausgekollert. Er blickt finster, macht aber eine einladende Bewegung mitsamt dem Humpen, als würde er die Eintreffenden auffordern, sich hinzusetzen und mit ihm zu würfeln. Ich sage Entschuldigung, da ihm, und geh wieder. Da ihm der für Untote typische starre Blick der Augen fehlt, muss es sich bei ihm um einen Aventurier handeln. Und an dieser Stelle möchte ich herzlich unseren Stargast für den heutigen Abend begrüßen. Einen herzlichen Applaus! Du hast dich wirklich André diese Rolle gegeben. Bin gerade nicht so sicher, ob ich das als ein wenig verhohlene Anspielung das, nein, also ich hab das nur vorgelesen, das steht hier so. Ja. Das war zu flüssig, um sich wirklich zusammenzuholen. Ich wäre lieber die Keule gewesen. Das ist auch eine Illustration, sehe ich. Ja. Die Ähnlichkeit ist zum Glück begrenzt. Also ich halte das Bild mal in die Kamera. Nadines Illustratorin. Ja, das war's. Mein Lendenschutz ist knapper. Ist das von dir, Nadine, ja? Ja. Also zwei Jahre alt. Gut, also, das ist die Situation und jetzt lehne ich mich entspannt zurück und harre der Dinge, die da kommen. Das ist die Beschreibung, ihr kommt da in diesen Raum. Ich greife an. Lenkt mich doch an meinen Füßen, kommt doch rein, ihr kleinen Süßen. Ich greife auf jeden Fall an.
Entschuldigung, bis jetzt ist jeder, den wir getroffen haben in diesen Abenteuern, hat es später verraten, in den Rücken gestochen oder direkt angegriffen. Es gibt keine friedlichen NSCs hier. Ich werde direkt attackieren. Der erste Kommentar im Chat ist, oder als Elten. Das liegt an mir. Wir haben keine Kostümen geschaut, um die bei größten Star hier herzustellen. Für 50 Euro schicke ich euch einen Elbenautomaten. Oh, sehr gut. Ey, du hast das Gefühl, dass du gar nicht angreifen kannst. Ist dein Mut höher? Kann er zuerst handeln? Ist er nicht überrascht? Nee, du bist einfach so. Einfach. Der tut dir so leid, wenn du dir den so ansiehst. Nee. Doch? Nee. Wirf mal auf Charisma. Inklusive der Mali durch die Kacke und die Kohle? Ja. 20. Du bist so hingerissen. Also er tut dir... Oder weinen. Beides wäre verzweifelt. Also er setzt sich wollt einfach neben mich. Wollt ihr eine Wurzel schlagen oder was? Hey! Er hat Bier. Endlich mal ein freundliches Gesicht hier auf dem Schiff. Das kann man von seinem ja nicht sagen. Das liegt nur an der Kohle. Und der Kacke. Aber das waren die Orks. Ach, die Orks. Also nur die Kacke war von den Orks. Die Kohle ist eine andere Geschichte. Da sind wir aber uns nicht wir so wollen sicher. Auch nicht stören. Nein, komm noch rein. Ich habe nichts Besseres vor. Hast du noch was zu trinken? Aber selbstverständlich habe ich noch was zu trinken. So, den Wasser. Ich tue das. Was macht ein Mann wie ihr auf einem Schiff in diesem? Ah, das ist eine lange Geschichte. Lasst sie mich euch in alle einzeln. Wir haben Zeit. Einst war ich ein stolzer Krieger. War ich Krieger? Ja. Soll ich dir deinen Namen noch verraten? Ulbrich heißt ich, oder? Uribert. Sag ich doch. Uribert von Kiesenburg. Na, wir sind nicht so förmlich. Uribert muss reichen. Ja. Uribert von Kiesenburg. Ich habe Basilisken rechts und links gewürgt. Mhm. Und manchmal auch in der Mitte. Schätze gesammelt und offensichtlich wieder versoffen, denn hier sind sie nirgendwo. Ich nehme an, ihr kommt direkt aus dem Saunaraum. Wo ist denn der? Und kühlt euch. Wir sind hier auf dem Schiff und nicht mehr im Club. Vielleicht ist das ja ein durchhängiges Thema. Sprich von einem Saunaraum, so halt deine Libido im Zaum. Oh, seid ihr auch ein Feenwesen und seid dazu verflucht worden, in Reimen zu sprechen? Nicht verflucht, aber ich tue es gerne. Oh, ihr seid ein Mann von Bildung. Ja, natürlich. Das auch. Und lyrischer Befähigung. Werden wir nicht komisch, Bürschchen. Das ist, weil ich noch nicht getrunken habe. Na, das können wir ändern. Hier. Ich reiche dir einen Meinhumpen, weil offensichtlich gibt es hier keinen an. Ich würde dir einen Stuhl anbieten, aber ich habe keinen. Du hast Stuhl, aber nicht in der Form. Wenn André öfters mitspielt, braucht man einen Tusch für den Einsatz. Vielleicht können wir das Intro von irgendeiner Elten-Show nehmen. Ich würde ja sagen, normalerweise gibt es Copyright-Probleme, aber es ist ja... Ist meine Sendung, ey! Was ist mit euch, ihr beiden... Wonach riecht der Gesellen? Inhalt des Humpens? Achso, du trinkst schon. Nach Bier. Ich will schon die Fässer durchprobieren. Mir wurde gesagt, ich soll nicht mehr trinken, weil das die Wirksamkeit meines Buches senken würde. Bücher sind was für Mädchen. Kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ich glaube, sie ist ein Menschling-Weibchen. Aha! Na, so eine wie euch habe ich ja schon lange nicht mehr an Bord gesehen. So eine wie mich gibt's auch nicht nochmal. Verwirr mich nicht. Trink lieber. Ich trinke das Bier. Boah, das Bier ist gut und es ist richtig stark. Super. Genau das Richtige für dich. Es wirkt sofort. Sehr gut. Gib dir doch noch eine ein, ich will beim Saufen nicht alleine sein.
Auf einmal ist dieses Schiff nur noch halb so schlimm. Ja, gerne. Das ist nämlich eigentlich sag mal, warum sind hier eigentlich so viele Untote auf dem Schiff? Bist du mein einziger richtiger Freund. Hast du ihm Anweisung gegeben, dass er mich nicht anfassen muss? Hm. Naja. Also, möglicherweise hast du also nicht direkt. Also, ich du delegierst jetzt schon das Anfassen. Ich habe ihm gesagt, wenn du das tust, übrigens, der Michael mag es nicht, angefasst zu werden. Das hast du für mich formuliert. Also ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass er das... Ich fand das gerade total geil, das tut mir leid. Du bist ein böser, schlechter Mensch. Ich wollte was Nettes sagen, aber ich greife jetzt trotzdem an. Wo er nicht damit rechnet. Ich habe mit ihm Freundschaft getrunken, deswegen kriege ich eine Überraschungsrunde, oder? Der Chat weist darauf hin, dass Michael, den du gerade gekuschelt hast, voll mit Scheiße ist. Oh, oh, oh. Das ist... Dein Charisma sinkt, das ist ja kein Charisma. Uri Bert verliert den Pokal. Wie viel habe ich dann? 4? Aber er hat dich teilsauber geschwitzt. Du bist... Ich will wieder einen Teil Charisma zurück. Du bist wieder bei 6. Okay. Oh, dann würfel doch gleich mal drauf. Warum? Weil du damit Dinge freischalten kannst bei meinem Charakter, um es in deiner Lingo zu sagen. Ich möchte nichts bei seinem Charakter. Los, schalte den Charakter frei. 6 Vielleicht durch findest du ein Geheimfach. 6 durch Schweiß? Schweiß, ja. Der Schweiß hat jetzt wieder das um 1 erhöht. Ich muss ja da noch schreiben, warum das so ist. Der dreht halt auch so Moschus. 12 daneben. Schade. Nee. Es hat wohl nicht sein sollen, dass wir die Würfel miteinander rollen. Du bist mit so schmutzig. Ihr dürft aber auch beide mal auf Charisma würfeln. 19. 4. Kurze, hier ist mir sehr sympathisch. Mit dir will ich Hexchen spielen. Häxchen. Häxchen. Können wir so viel rausgehen? Was? Ihr bleibt hier. Das geht ganz schnell. Weißt du, wie das geht? Ja. Ich muss das mir auch erklären lassen. Dann würfel einfach, wer höher würfelt. Aber das ist ja kompliziert. Das ist. Das schaffe ich. Oh, schade, dann musst du noch einen trinken. Ich mag das Spiel. Noch eine Runde? Würfel mal auf Geschicklichkeit. Geschafft. Gut. Ja, ihr könnt noch eine Runde spielen, klar. Ob du geschickt genug bist, den Würfelbecher zu halten. Oh, 10. Er ist halt geübt. Also, der hat Würfeln auf. 7. Prost. Ich glaube, das ist weniger. Ja. Würfeln doch mal auf Geschicklichkeit. 3. Der Zwerg kann was weg. Ja. Los, ein weiter 10. Hey, wir haben endlich was gefunden, was André kann. Wow. Alles gut? Unentschieden. Nein, unentschieden. Noch eine Runde. Aber jetzt was trinken. Müssen dann beide trinken? Zuerst. Ich bin nicht. Ich wollte ja sagen. Ich kann das. Ja, das, ja, ja, der kann das auch wirklich auf Geschicklichkeit. 7. 6. Das könnte ich sogar was schlagen. 8. Ha, jetzt, wo du mich so heldenhaft im Würfeln besiegt hast, mach ich irgendwas, ne? Ich ja, ja, du darfst mal dir aussuchen, ob du Spruch 1, 2 oder 3 aufsagst. Mach einen Spruch 3 dann bitte. Davon. Trink. Warte, ich muss die Lippen dazu bewegen. Okay. 1, 2, 3. Trinkst du von diesem edlen Saft, wird stark der Arm, wird groß die Kraft. Das klingt wie ein anderer Spruch. Und mit diesen Worten überreicht er dir eine Fiole. Ist keine almadanische Fliege. Hm. Er benutzt wunderliche Worte. Wie lange? Und deine Gesichtsanimation. Mal wie lange. Wie lange wird stark Großkraft? Willst du jetzt hier verhandeln oder was, kleiner Mann? Nimm, was ich dir in meiner Güte! Ist das Parfum? Ich glaube, das ist... Zumüte. Anderes Parfum. Ich rieche mal dran. Reime bitte mir überlassen. Entschuldigung, der muss einfach raus. Was? Ich rieche dran. Ja, es riecht nach... Scheiße, weil ich denke, er tönt das an. Es riecht irgendwie so ein bisschen wie Moschus. Also richtig männlich. Mhm.
Warte mal. Nach Scheiße und Moschus. Ich trink's. Jo! Trinkst du alle Sachen, die dir dicke, halbnackte Typen auf Schiffen voller Untote in die Hand geben? So, also probier's mal aus. Du trinkst das und du hast gerade einen Krafttrank getrunken. Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Leider Gottes gibt es in diesem Buch gar keine Regeln für Krafttrank. Stehen die Buch der Regeln? Nein. Da gibt es noch keine magischen Gegenstände. Ich werde mir was ausdenken. Okay. Es fühlt sich, also du fühlst dich einfach jetzt unglaublich mächtig. Darauf noch einen Humpen. Gerne. So, würfel nochmal auf Geschicklichkeit. Vielleicht weiß der Chat ja, was ein Krafttrank bei dieser einzige. Diesmal habe ich es nicht geschafft. Ja! Und dann kippt er erstmal um und lächelt selig, als ihr ihn dann wieder aufstellt. Bring den um! Initiative, komm. Okay, gut, jetzt darfst du ihn angreifen. Halt ein, das soll nicht sein. Wir sind die besten Freunde bald. Komm her, ich knurre dich. Ganz klar, er hat den Kampf eingeleitet. Der hat angefangen! Der hat mich beleidigt. Du hast unser Zwerg vergiftet, wir haben nur einen davon. Okay, du hast eine Überraschungsrunde. Ich greife an mit... Machst du das oder muss ich jetzt aufwürfen? Mit meinem Schwert. Das schaffst du noch selbst, komm. Ich treffe mit meinem Schwert. Eine 2, sogar meisterlich. Oh, meisterlich, da kannst du nicht mal parieren. Aber du so was. Ich bin es ja gewöhnt, dass der Mann mich in die Gemacht hat. 8. 8 Punkte. Jetzt sag mir, wie viel Rüstungsschutz er hat durch seinen Lendenschutz. Komm. Überrasch mich. Mehr als du. Da ist seine ganze er kann nicht, bitte? Mehr als 4? Nein, so, Peng. Aber es durchdringt ja auch jede Rüstung, weil es ein meisterlicher Schlag war. So, du bist erst noch völlig weggetreten. Die Runde geht gar nichts. Ich habe gut nur 8. Möchte die Stuchträgerin noch irgendwie agieren. Ja, aber, du bist ja trotz allem wahrscheinlich auch erstmal total überrascht davon, dass... Nein, ich habe auch gerade gesagt, er hat den Zwerg vergiftet. Das geht nicht. Okay, ja, dann hast du auch noch eine freie Runde. Immer auf den Dicken, ne? Ich brauche Regeln. Ist das ein Treffer? Das ist ein Treffer, ja. Ist nicht schlimm. Dass ich mit Würfeln so gespielt habe, ich bin eigentlich hier das Story. Boah, ja, das kommt voll durch. Du kannst leider nicht parieren, die Runde, wie gesagt, weil du völlig überrascht bist. Du darfst dann einfach Schaden würfeln. Hörst du auf, fremde Frauen zu beobachten und würfelst einfach mal. Los. Sie hat, glaube ich, Süßigkeiten. Was war die Frage über Krafttrank? Krafttrank, was macht das? Erhöht den Wert Körperkraft um 7. Nach was? Für wie lange? Nach 1. 4. Für wie lange? 5. Schreibt der Chat, was weiß ich? Ja, was weiß ich? Genau. Das Internet ist da könnt ihr ja Michael gut. irgendwas sagen. Also, das Internet ist viel klüger als wir. Ruhe da drüben. Ich brauche einen Beweis, also irgendeine Buchangabe, die ich dann leugnen kann. Inklusive Stärkebonus? Ja. Für 7 Spielrunden. Ja, gut. 5. Nicht okay. Kampfrunden, Spielrunden. Hier steht hier so, Spielrunden. Zweite Runde. Du darfst agieren. Du hast die Initiative, weil du hast definitiv den höchsten Mutwert. Ja, darfst du deine Keule nehmen und jemanden verirren? Mehr als 12? Jo. Ich nehme meine Gleitkeule. Gleit. Und zieh sie dir mal ordentlich über den Kopf. Ja, probier mal. Das ist nicht lustig. Ja, nee. 19, so richtig nicht. 19 Attacken? Nee, ganz so gut. Also hast du eine gute Attacke, eine sehr gute Attacke, deutlich besser als jeder von den... Noobs hier? Ja, so kann man es auch nennen. Also von daher, nein, nicht getroffen. Das reicht, nein. Nein. Darf ich jetzt mal einen Angriff beschreiben? 58. Da kann ja jeder kommen, ey. Ja, so Wolf mit Meldangabe. Ja. Die du dann ignorieren kannst. Ja, würde ich gerade sagen. Ich würde jetzt mal suchen, damit ich es dann ignorieren kann. Also ich würde jetzt das Buch hat 47 Seiten. Tatsächlich. Man ignoriert mich. Wie so oft wird meine Kunst verkackt. So. Ach, wie habe ich das vermisst? In Regelbüchern wälzen. Während des Spiels. Alles anhalten. Ha! Nein, da steht ein Kraftelixier. Und das ist ein Krafttrank. Ich bin mir sicher, das ist ein großartiger Unterschied. Also von daher. Krafttrank steht da gar nicht drin. Nein, nein, nein. Dann kann es gar keinen Effekt haben. Ja, er ist besoffen, das reicht ja schon mal. Also, mal gucken, vielleicht denke ich mir noch was aus. Natürlich habt ihr recht, aber das gebe ich noch lange nicht zu. Also, wer war dran? Du, ich hab daneben gehauen. Du hast daneben gehauen. Ich habe Mut 12. Ja, du darfst hauen. 10. Ich treffe. Du darfst parieren. Natürlich. 4. Das pariert. Halber Schaden kommen. Nein. Oh, falsches Spiel. Nein, verflucht. Oh. Mach das nochmal langsam. Nein. Oh. Hochfaktor. Gib dem Michael, sag ich schon. Der Michael braucht nichts mehr. Gib dem André mal 2 Würfel. Ja. Hochfaktor. Mütig. Ja. Die... Gleitkeule. Ihr schlagt auch nochmal. Ja, ihr hättet die noch fragen können. Ja, ich werde gerne mitgebracht. Ich bin betrunken.
So, du darfst aber, wenn du willst, trotzdem agieren. Du hast minus 2 auf alles. Der hat unseren Zwerg vergiftet. Wir tauschen den Zwerg doch nicht gegen diesen betrunkenen, halbnackten Mann. Ich könnte mich ganz nackt machen, wenn das hilft. Und dann könnte er dich einölen. Ja, aber keine Fette. Wenn Lendenschurz 1 zu 3 Viertel verdeckt. Halbnackte Männer. Nein, der ist 3 Viertel nackt. Ich bedrohe ihn mit meinem Stuch. Oh, ja. Warum hast du den Zwerg vergiftet? Ja, das habe ich nicht, der verträgt noch nichts, der kleine Junge. Dann haut sie mit der Keule auf den Kopf, wenn sie zögern. Gar nicht sein. Ja, hier? Dann. Ja. Achso, gut. Dann. Der jetzt ist vorbei. Nächste Runde. Ja, ja, du darfst ja wieder anfangen. Ich muss angreifen und ich. Nein. Schon wieder eine 19. Ich schlage keine Frau. Nein, also ich treffe keine Frau. Also, ich treffe keine Frau. Das. Ich treffe nicht. Nein, wenn er sich immer begreifen angreift, dann. Du darfst versuchen. Nein. Bruchfaktor. Mein Zauberstab ist unzerbrechlich. Ja, aber. Das aber auch. Ja. Das in der Kombination. Drei. Kronk! Die Keule zerbricht. Nimm das, Gleitkeule! Und das ist der Moment, da macht es so pfff! Nee, nee, Mignon. Hatten wir darüber nicht gesprochen? Ich hau den Kobold. Ich attackiere den Kobold, mit allem, was ich habe. Ist der wirklich da? Oh, Mignon. Das ist wirklich da. Ah, gut, dann greife ich den Kobold an. Wie könnt ihr sowas wagen, meinen Freund zu schlagen? Ah. Jetzt gibt's aber Dresche hier. Jetzt gibt's aber Dresche für den Kobold, springen die Dresche. Der war zu auf gut. Dem richtigen Weg. Jo, nein, leider nicht. Das ich bin so Mann. Gut, mein Junge. Ich hätte nicht mal Werte. Ja. Okay. Das ist mein Brigger hier, Alter. Ja? Der spleißt dich, Junge. Wie wär's denn mit einer Runde würfeln? Hm? Schmeißen wir mal hier die Landratten raus. Ja, geht ihr mal würfeln, wir gehen mal weiter und suchen den Saunaraum. Oh, jedes Mal, wenn du was sagst, finde ich dich echt witzig. Wo ist mein Schild? Wollen wir nicht zusammen noch ein Spiel spielen? Spiele sind aus, ich gehe raus. Wir könnten nur über unser Schild reden. Ich setze ein Schild. Gegen? Was setzt du? Ich werde nicht um den von dir gestohlenen Schild würfeln. Du gibst mir den zurück oder nick. Entschuldigung. Was? Ich gehe raus. Es wird noch genug andere Schilde in dieses Schiff geben. Spielverderber! Wenn es eine Wette sein muss, dann um einen Kuss. Ich gehe auf jeden Fall raus. Okay. Gut, ihr verlasst den Raum. Taumel hinterher, oh. Ja. Du taumelst hinterher, du hast noch Halbzigaralle. Vielen lieben Dank, André. Ja. Es war mir ein Fest. Du hast einen klasse Uribert von Kiesenburg abgegeben. Dankeschön. Hey, die Höflichkeit gebietet, dass du klatscht. Autobahn. Mein Charisma ist zu gering, um daran um so etwas zu wissen. Ich bin dafür, dass ich den Eltenbert umnehme. Eltenbert, ich weiß nicht. Eine Neuauflage des Abends. So, also der besoffene, ja. Mächtige, ja, mächtig starke Zwerg taumelt neben euch her. Wir gehen durch die Südtür. Jo. Ja, wir gehen durch die ich öffne die Südtür. Du öffnest die Südtür. Ich frage mich ernsthaft, warum in einem Schiff, das so viel Platz bietet, nur so wenig davon ausgebaut ist. Ist der Rest so ein die Abmessungen des Gangs sind dem Plan zu nehmen. Grundriss zu entnehmen. Ja. Das gibt keinen Bonus auf Klugscheiß. Die Höhe des Gangs beträgt 2 Michael. Ein Deck ist gleich hoch, wer hätte damit rechnen. Das war nein, das in dem nicht. Oberen Deck war das definitiv nicht der Fall. Der Gang mündet in den Gang 2b. Das ist die Immersion. Ah, ich bin so tief drin. Ey, was? Die Lage der 3 vom Gang wegführenden Türen ist dem Grundriss zu entnehmen. Der wurde nach Worten bezahlt. Ich kann mir das Abenteuer nicht anders erklären, wie man so einen Scheiß schreiben kann. Fußboden, Wände und Decke sind roh verschalt. Es ist dunkel. Du hast deine Fackel. Aber die sind vermutlich damals noch alle mit Schreibmaschinen oder sowas getippt worden. Natürlich. Und du hast nicht einfach mit Copy-Paste. Ja, das ist alles noch mit Film und sowas. Das Skelett eines Krakoniers liegt mit seinem Rüstung und Säbel im nordwestlichen Bereich des Gangs. Ist da ein Schild bei? Da? Koordinaten? Moment, das heißt, wir schauen zweimal um die Ecke. Ja. Da sind Spiegel. Oh, damit man nicht aneinander läuft. Der liegt
Da. Das ist jetzt nicht so wirklich Nordwesten, aber... Sag mal, willst du mit mir diskutieren? Nein. Nein. Eigentlich möchte ich hier gar nicht mit dir reden. Aber... Ich komme dir gleich raus, Medium. Aber liebsten wäre ich zu Hause. Hilft das? So, ja. Haben wir eigentlich schon irgendwie diese Ausbuchtung gefunden, die jetzt durch die Fallgrube nein. aus der Ebene davor... Ach so, nein, also rein theoretisch hätte die hier sein müssen. Magie. Anders kann ich mir das nicht erklären. Interessanterweise müsste die sogar ganz sicher dahin gehen, weil ihr nicht so tief runtergegangen seid, dass ihr unter die gekommen sein könnt. Also müsste so eine Art Pfeiler da in den Mitten des Raums stehen. Mitten in dem... Ausgehöhlt ist in Klopf, Klopf. In dem zwischen den Kajen und Prickern und Malspiekern. Mhm. Nicht schlecht. Bin ich mich dann schon... Wir gehen links entlang bis zu dieser Tür und dann öffne ich sie. Das ist die Tür bei... Nicht diese Tür! J14? Zwei Orks! Das ist direkt. Jede Ebene hat einen Orkscheiße. Also, Michael, was ist der erste Satz? An der Wand ab. Die, lass uns gemeinsam sagen. Die Abmessungen sind dem Grundriss zu entnehmen. Höhe des Raums, Doppelpunkt, 2,2 Meter. Die einzige Tür befindet sich in der Westwand. Was mit der Verschalung? Mir fehlen wichtige Informationen, um das in den Raum zu Fußboden, Wände und Decke sind roh verschalt. Was ist denn das? Im Raum ist es dunkel. Ich habe eine Fackel. Wenn Licht gemacht wird, sieht man allerlei Getier. Einige Ratten, Spinnen, Asseln, etc. Oh, das sind alles Wolle, die ich kenne. Sie haben Ungeziefer in einem Raum gesammelt? Davon huschen. Achso. Ah, der Lumor! Pff. Sie haben ja auch Orks das ist in kreichendes Ungeziefer. Hm? Das ist das, was du aus dem Krabbeln raushörst. Lumor. Wohin krabbeln sie? Ich meine, die sind im geschlossenen Raum. Es ist staubig und es gibt viele Spinnenweben. An der Südwand stehen mehrere riesige Tonkrüge in einem Gestell. Sie krabbeln alle in die Und ansonsten Krüge. Ist es nur Ungeziefer. Das klingt wie Popcorn beim drüberlaufen. Schleimig, aber proteinreich. Ja, ich gehe mal zu einem der Tonkrüge und öffne ihn. Mach es mal mit den... Mit der Fackel weg? Ja. Okay, also, du gehst zu diesem Gestell mit den Tonkrügen. Es gibt... drei größere, die unten stehen, also wirklich so ganz große, die man auch nicht einfach so bewegen können wird. Das wird hier statt Fässern benutzt, weil die Fässer hat alle der Uribert bei sich gehortet. Elton. Eltobert. Eltobert. Wie war das nochmal? Eltobert. Also die Eltobert bei sich gehortet hat. Und dann sind auch noch haufenweise kleinere, die dann auch drin stehen, also verschiedene Größen. Ich öffne eine Mitnahmefiole. Sind die verplombt und jeweils mit dem Ursprungshafen oder sowas beschriftet? Nee. Also ich bin ein bisschen enttäuscht dafür, dass jemand da lauter nautische Begriffe nachgelesen hat und dann nicht wie tatsächlich am Foren auf... Nicht? Ja. Nein. Nimm die dritte von links. Warum? Warum nicht? Ich nehme die dritte von links. Ja, das ist so eine... Da ist... Essig drin. Worauf würfelst du? Das ist doch schon eine Spielleiterwillkür. Du musst nicht vorher würfeln, bevor du mit Willkür anfängst. Sag mal, woher weißt du, dass das hier nicht steht? Ich kann reinschauen. Da ist keine Tabelle, das ist stimmt auf allen. Vielleicht ist das ein Fließtext, das kann durchaus sein. Das ist voll nicht nett. Dafür ziehe ich den Punkt Charisma. Ja, der ganze Schweißbonus ist wieder von... Ja, abgetropft. Traurig. So. Ich auch nicht, und? Du bist bei Ulysses angestellt, du kannst dich nicht wehren. Das ist Teil des Arbeitsvertrags, muss mit dem Chef spielen. So, also bei den größeren, wenn ihr da durchguckt, stellt ihr fest, ein paar von denen enthalten tatsächlich noch irgendwie eingetrocknete, was wird es gewesen sein? Genau kann man es nicht mehr sagen. Nein. Essen, Getränke. Pasten. Bei dem ersten größeren, was ihr unten aufmacht, stellt ihr fest, dass es tatsächlich Wasser beinhaltet, der Tod. Mhm. Okay. Ich gehe in den nächsten Raum. Da haben wir noch eine Speisekammer gefunden. Wir haben eine Tonkuhkammer gefunden mit Ungeziefer. Die Kühlkammer. Ist aber, glaube ich, kein Alkohol drin. Ist die kühler als andere? Ja. Was? Die Kammer. Nein.
Hm. Wir müssten jetzt eigentlich, wenn wir weiter links lang gehen, hier lang. Ja. Ich laufe hinter dir her. Ich öffne die Tür bei J9. Das ist ganz knapp an meinem Flugzeugträger vorbei. Das wird niemals alt, Markus. Ich finde den immer noch gut. Immer noch. Sollten wir vielleicht auch... Was? Wir folgen. Ja, die folgen. Die sind geflüchtet inzwischen. So! Michael, wenn du das jetzt hier richtig gut hinkriegst, gibt es einen Bonuspunkt. Zusammen. Die Abmessungen sind dem Grundriss zu entnehmen. Ich weigere mich. Höhe des Raums, Doppelpunkt. 2,20 Meter. 1,8 Meter. Was? Der Raum ist tiefer gelegt. Absi. Die einzige Tür ist in der Nordwand. Fußboden, Wände und Decke sind grob verschalt. Roh verschalt. Im Raum ist es dunkel. Teilweise bis an die Decke stapelt sich hier allerlei Tauwerk verschiedenster Stärken. Mehr Seile. Ich habe inzwischen vollkommen vergessen, was wir hier wollen. Wir müssen auf irgendwas draufträufeln, oder? Auf den schwarzen Diamanten müsst ihr dieses besondere Mittel, was der Zauberer, der weise Zauberer, der Lehrmeister, Rakorium, euch mitgegeben hat. Der Raum ist nicht eingezeichnet. So ein... Moment. Nachlässigkeit. Das ist echt auch kompliziert bei dem Raum. Noch irgendwie so ein Stink dran. Und die Karaffe mit dem Rubin, der Sachen anschwellen lässt. Du, bitte was? Das, was du offenbar andrehst. Ja, das ist ein Rubin, der in der Karaffe drin ist. Und wenn man den Rubin fasst, schwellt die Hand an. Wir haben es noch nicht mit anderen Körperteilen ausprobiert. Das wirkt nur auf Hände. Nur auf Hände. Gut zu wissen. Alles andere faut direkt ab. Das ist empirisch noch nicht belegt. So. Du bist kein wirklicher Wissenschaftler. Du bist kein echter Wissenschaftler. Stimmt. In dieser Welt bin ich Gott. So. Welcher? Aber Gott würfelt. Gott würfelt. In dieser. Gott würfelt eben doch. Da hat sich jemand geirrt. So, also. Was macht ihr da? Also, Tauwerk. Du hast schon dein Tau, ne? Also muss man ich hab schon mein Tau. Ich gucke noch mal, ob irgendwas meiner angetrunkenen, leicht rot leuchtenden Zwergnase. Zwergnase? Ah, gut. Du kannst ja Geheimtüren erschnüffeln. Genau. Du kannst schon ganz verdrängt. Würfeln. Eine 11. Nee. War das nicht mit 3 bis 6? Ja, aber hat er nur mit 2 gewürfelt. Aber ist ja auch egal, weil du eh frei nach Nase bestimmen kannst, ob er was findet oder nicht. Wie kommst du denn da? Weil das so in den Regeln steht. Stimmt. Dass du sie den Spieler würfeln dann bestimmen. Das ist. Hey, André gefällt das so. Das ist voll Storytelling. Mach doch, was du willst, ich entscheide dann. Ich würde nicht so 100% unterschreiben gerade. Wenn selbst André einen Einspruch erhebt. Mach dir mal Gedanken. Plötz. Nein. So. Wir gehen einmal hier um das Treppenhaus rum. Also ihr wollt da nichts weiter drin machen? Nee. Oh. Nee? Hier so sind noch versteckte Schätze. Oder ja, könnte ja sein. Ich will euch das nicht aufregen. Tiere, die uns dann anfallen. Auch das könnte sein. Hatten wir nicht in einem Raum hier irgendwie einen Skorpion, der mich gestochen hat? Eine Spinne. Die Spinne, die 8 Schaden gemacht hat mit ihrem Biss. Ich erinnere mich. Nein, das Tau kann Tau bleiben. Das kann Tau bleiben, das Tau, ja. Wir gehen hier einmal links entlang, dann wieder hier links an der Wand, bis wir zu dem Raum hier bei J12 kommen. Okay, fantastisch. Ihr werdet wissen, was ihr tut. 29. 30. Ist das immer so, dass der Michael alles bestimmt für alle? Ja. Wir haben schon aufgeklärt. Der hat voll den autoritären Führungsstil. Ist dir das jetzt auch aufgefallen? Ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut, was zu sagen. Markus Platz hat sich nicht getraut, was zu sagen. Da ist eine Wendeltreppe. Eine Wendeltreppe? Oh, damit sind wir verloren, wenn wir über links lang gehen. Nein, ich möchte erstmal das Level clearen, bevor wir jetzt in die nächste Ebene gehen. Guck mal da, eine dreiköpfige Katze. Klatsch. So, also. Oh, da rein, in den Raum. J12. Ja. Das kommt jetzt überraschend. Die Abmessungen sind im Grundriss zu entnehmen. Höhe des Raumes 2,2 Meter. Es gibt 2 Türen, und zwar je eine im Süden und eine im Osten. Fußboden, Wände und Decke sind
Roh verschalt. Sehr gut. Hat eigentlich den Krakauner jemand ausgeplündert? Nein. War noch mal sehr. Im Raum stehen drei offene Fässer, in denen sich Pech befindet und es riecht auch danach. Im Hintergrund lagern Hanfvorräte. Möchtest du dich nicht damit einreiben? Alles ist besser als das, was du jetzt hast. Ich bin mir nicht sicher. Markus dreht mir da bestimmt auch noch einen Strick. Zwei Krakonie mit Schiffslaternen stellen gerade eine Ausrüstung zum Kalfater zusammen. Was? Wer macht das? Und blicken überrascht auf, als sich die Tür öffnet. Trampel, 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 trampel. Scheiße. Wo kommt ihr denn her? Also Tee anrühren ist eine sehr... Laut. Die hören wahrscheinlich Musik dabei. So, sie sind in der üblichen Art bewaffnet. Ich das schon. Ich habe übrigens keine Ahnung, was das heißt. Wahrscheinlich nicht. Besonderheit bei einem der Krakonier, ihn umkreisen 5 kleine geflügelte Drachen. Was? Die geisterhaft und unwirklich aussehen. Ein weiterer sitzt auf seiner Schulter. Ein weiterer Drache? Ja, einer von den kleinen. Und du siehst so den Drachen mit den Hanfvorräten im Hintergrund. Was zur Hölle? Nubo. Jage den Drachen. Ja, ja. War das nicht Opium? Ja, war's. Okay, nein, war ein Witz. Also, Moment, was davon? Ich traue dem Abenteuer alles zu. Das erklärt so vieles. Also, da sind 2 Krakonier. Die gucken gerade immer noch angestrengt überrascht. Weil so lange, wie ihr braucht, um euch zu überlegen, was ihr tut, das ist echt anstrengend für die anderthalb Minuten überrascht. Wir haben überhaupt noch nicht überlegt, was wir tun. Du hast so ewig gebraucht, um es zu erklären. Ich bin mir nicht sicher, ob die Beschreibung des Raums schon fertig ist. Du hast uns ja immer unterbrochen, wenn wir sagen, ich greife an. Weil so, nein, ich bin noch nicht fertig. Wir wollten jetzt mal. Ich habe dich gerade überhaupt nicht unterbrochen. Wichtige Frage ist, sind die Geisterdrachen jetzt da oder nicht? Ja, du greifst an. Wen, was? Sind die Geisterdrachen da? Ja! Ich würde mir doch sowas nicht ausdenken. Ich versuche einen Todesstoß auf den Krakonier mit den Geisterdrachen. Irgendjemand stirbt im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es ein Leib ist. Sehen Sie Monsterbeschreibung. Nicht mal einen Seitenverweis? Nee, warum auch? Ich komme am Teuer, sind nicht sagen, bei der Dicke ist das. So, du willst angreifen? Todesstoß. Den berühmten Krakonier-Todesstoß. Den berühmten... Kann er einen Gegenangriff machen in der Überraschungsrunde? Es ist keine Überraschungsrunde. Okay. Also beziehungsweise... Wenn es keine Überraschungsrunde ist, die haben doch einen höheren Mut als wir, oder? Ihr dürft allesamt mal versuchen, unter eurem Mut zu würfeln. Wenn ihr das schafft, kriegt ihr tatsächlich eine Überraschungsrunde. Nein. Nein. Nee. Oh Gott, Krakonier mit Drachen! Oh Gott, Menschen ohne Drachen! Also, und da stehen sie voreinander... Und agieren dann ganz normal, wo die Krakonier dann sagen, Mensch, sind wir mutig, was mir gerade erst auffällt, die sind echt drecksmutig. Das hatten wir doch letztes Mal schon. Ja, ja, echt beeindruckend. Die sind in der üblichen Weise bewaffnet, was so viel heißt wie... Sie Monsterwerte. Morgensterne, gelegentlich kämpfen sie auch mit Kriegsbeilen oder Schwertern oder anderen Dingen. Wir hatten ja noch darüber diskutiert, wie eine Rasse, die unter Wasser lebt, so im Kampf mit Morgensternen geschult sein muss. Ja, er zeigt dir mal, wie geschult er damit ist. Vorbei. Und der zweite greift den Zwerg an. Auch vorbei. Jetzt muss ich mal gucken, was die Drachen machen. Kreisen. Vielleicht sind es nur Zierdrachen und wir haben Glück. Das sind Zierdrachen, ja. Wie so eine Zierpflanze, oder? Ja, eine Zierpflanze, nur in Drachenform und als Rauch, der rumfliegt. Nee, wo kriege ich das? Ich hätte gerne mehr Zierdrachen aus Rauch für meinen Kopf. Sehen nur gut aus. Ja. Wie wir. Okay, gut, das war's. Die schwirren erstmal noch so rum. So. Ich versuche mich an dem Todesstoß auf den Krakonier. Welchen? Den mit den Drachen. Den mit den Drachen. Eine 5. Deine Kette raschelt. Sie ist, gilt als gelungen, wenn der Wurf von 1 bis 5 dabei herauskommt. Okay, die Drachen flirren plötzlich ganz wild durch die Gegend und stürzen sich auf dich und umschwirren dich und
Manchmal beißen sie dich so. Au, au. Hörst du auf, mich zu kneifen? Das ist aber genau das, was sie tun. Genau so. Das, weißt du was? Die sind wirklich geisterhaft. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Ganz egal, was du tust. So. Ich ganz werden wirklich zum Lab. Ganz offiziell sind das übrigens Quälgeister. Quälgeister? Ja, das sind Quälgeister. Ich hab jetzt. Der war also auch Kinder. Was? Der war nicht schlecht, aber auch ein bisschen gemein. Den muss ich bemerken. Hat die deine Kinder bedankt? Nein. Deine. Meine? Die Quälgeister. Ich habe jetzt 5 Drachen. 5 Stück. Und die quälen dich. Die du hast nur 2 Hände. Ich kann aber mies, ich kann so tun, als hätte ich 5. Michael. Soll ich mal reinkommen? Aus dem Chat kurz was einwerfen, wenn ja? du so viel dich bewegst, dann raschelt deine Kette wieder in der Stab. Ich habe keine Kette an. Dann schabt das wohl über deine stahlhaften Muskeln. Deine Geisterkette. Das ist meine Quälkette. Deine Quälgeistkette. So, besser? Chat, sag was. Ja, du könntest ja da mal was tun. Besser? Mach mal was. Tanz mal für das Internet. Tanz! Du bist ja auch für nichts zu schade. Also für mich klingt's gut. Ja! Sah es auch gut aus? Für die Regiekatze klingt's gut. Ich würde mir sagen, das ist aber doch lecker testen. So, also die quälen dich. Ja. Und damit machen die auch weiter. Du erhältst jetzt einen Abzug von -2 auf Geschicklichkeit, Klugheit und Charisma. Also nichts Relevantes. Für wie lange? Blöde Frage. Moment, offensichtlich gibt es schon eine feste Bezeichnung dafür, wenn Markus auf live tanzt, nämlich Lavalampen-Markus. Und nicht nur, Michael. Ja, ja. Ich möchte gerne animierte Quälgeister um mich herum. Die sollen aussehen wie Markus. Ist das ein Auftrag an die Post-Production? Nein. So. Vorsichtig, was du dir so wünschst. Ich kann mit After-Effects umgehen. Was war das? Geschicklichkeit? Klugheit? Das Gute an After-Effects ist, dass es so viele 14-Jährige im Internet gibt, die schon ein YouTube-Video genau zu dem gemacht haben, was man gerade lernen will. So, was? Von Anfang an viel besser als ja. So, also, das war Nubor. Nubor hat sich gerade 5 Quälgeister geschossen. Ich one-hitte ein Krakonio und das ist der Dank? Ja. Ich versuche auch den Todesstoß auf den anderen, der mich angegriffen hat. Eine 3. Nein! Das ist sogar mit -2 gelungen. Ich will allen besoffen sein. Du das da willst. Krakonier tot. Witzigerweise ist es aber so, dass die Quälgeister, wenn noch ein Krakonier da gewesen wäre, jetzt dann nach der Runde auf ihn gewechselt hätten. Sorry. So bleiben sie erstmal. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das steht hier so. Man wird also richtig belohnt, wenn man Scheiß. Wenn man also beide Kakone in einer Runde umbringt, ja, hat man wenigstens einen Fluch. Ist irgendeiner richtig gefickt. Im Chat läuft gerade die Diskussion. Michael will auch rascheln. Nico weist darauf hin, dass der kein Ansteckmikro hat. Das ist halt aber nicht wichtig zu sein dafür, dass man das dringend testen muss. Ich bin jetzt bei Charisma 3, ich werde nicht tanzen. Mit Charisma 3, sie tanzen so aus. Komm, Michael. Mach den Shepard. Weißt du, wie Commander Shepard tanzen kann? Ich erinnere mich. So. Ist besser als ich. Commander Shepard hatte eine Schwäche, er konnte nicht tanzen. Oder sie, in meinem Fall. Fem Shep rockt. So. Ja. Was macht ihr denn jetzt, nachdem ihr die armen, wehrlosen Krakonier abgestochen habt und du die Quälgeister sammelt? Toll. Möchtest du einen haben? Du musst es dir nur wünschen, dann kommen sie auch zu dir. Also ich hatte auch mal so viel getrunken, dass ich die Dinger gesehen habe, aber... Wenn du magst, darfst du mal auf Klugheit würfeln. Das kann ja nur schief gehen. Nö, gelungen. Oho. Sogar ziemlich gut. Von denen hast du schon gehört, von den Quälgeistern. Das sind angeblich Verwandte von Kindern. Moment, ich zerlege kurz mein Struch, also mach die Schnur auf, hol mein Buch raus. Guck mal, hier sind Bilder. Und diese ich habe Klugheit -3, das ist schon okay. Diese magischen Symbole hier, ich zeige auf die ganz normale Schrift. Ich kann lesen und schreiben. Hier, bei Tragkraft.
Da stehen Informationen dazu drin, die ich aber noch nicht gelernt habe. Kannst du das jetzt lernen und... Du kannst doch lesen und schreiben. Miep, miep. Ja. Miep. Ich lese mal die entsprechenden Quellgeistinformationen. Miep, miep, miep. Ich lese die schnell. Gut. Miep. Also, die Information besagt so viel wie, dass ein Magier... Miep, miep. Wahlweise ein Krakonier finden muss, auf den er die Quellgeister übertragen kann. Miep. Muss er dafür leben oder kann ich zum Beispiel das Skelett draußen benutzen? Miep, miep, miep. Oder sie mit seiner puren magischen Kraft vertreiben. Ja. Teilst du mir das auch mit? Ja. Miep. Ja, sehr zeitnah. Ich habe keinen Charakter. Nein. Hier wird nichts ausgespielt. Das ist sein Charakter. Wollen wir mal ein bisschen Rollenspiel sehen? Also ich bin doch nicht zu eurer Unterhaltung hier. Auch nicht zu deiner. Hey, ich mach das nicht, weil es mir Spaß macht. Das ist halt meine Rolle. Warum Lugo, was steht hier? Miep. Gewalt. Gewalt ist eine Lösung. Miep. Ich klappe mein Zauberbuch zusammen. Also langsam gewöhnen sich an dich. Und versuch einen der Quellgeister zu erschlagen. Miep. Miep, 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 miep. Also sie verfallen wieder in einen Anfall von Aktivität. Ich gehe mal raus und schüttel die Leiche des Krakonias in Gang. Rasch, rasch, rüttel, rüttel, peng. Miep, 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 miep. Ich bin in mein Buch wieder den Stab. Hat ja nichts geholfen. Miep. Scheiße. Also es wäre echt nicht schwer, ne? Ich will das nur noch mal betonen. Was? Ist da irgendwo ein lebender Krakonier? Nein, ich habe doch alle Informationen weitergegeben. Magische Kraft. Miep. Ja, ich habe meine magische Kraft verwendet. Miep, 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 miep. Schlag sie doch mal mit dem Zauberstab. Muss er nicht reden, damit dein... Pouts! Die Drachen! Die Drachen! Aber die schweben um dich rum! Da ist eine Fliege! Ja, ich kenne den Spruch! Hör auf mich zu schlagen! Und hilf mir! Meine 3D-Sicht ist nicht so gut, deswegen bin ich echt... glücklich, dass ich so nicht patsch, patsch, patsch! Also sie schlägt dir mehrmals den Zauberstab um die Ohren. Und als du einen von diesen Drachen berührst, gibt es so ein kurzes Mie, 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 Mie. Bitte. Ich drehe sie um. Nein, also. Das war unhöfliche Quellgeister. Und du darfst dir bitte mal einen Punkt Astralenergie abstreichen. Kannst du bitte 4 weitere Punkte abstreichen? Die anderen Drachen auch noch entfernen. Der haut ab. Haha. Mie. Das führt nur leider dazu, dass die restlichen wieder in akute Aktivität verfallen. Ich lasse den Stab. Ich stelle das mal ganz kurz dar. Ja, ich glaub's dir. Es ist allen klar, was passiert. Nee, es wäre aber viel cooler. Also das ja, ist vor allen Dingen versuche ich dann Folgendes zu machen. Hey, der hat noch nicht genug, der kommt noch mal. Na gut, also... Das hat mich daran erinnert, wie ich im Kindergarten von gleich mehreren Kindern angegriffen wurde und mich ungefähr so verteidigt habe wie jetzt gerade. Also, du hast es geschafft, die Quellgeister zu vertreiben. Hat mich im Kreis gekriegt. Ich habe letztens erst einen Film gedreht, wo ich so kämpfen konnte. Ja. Also, ich verliere meine letzten ASP. Ja, wenn du noch 5 hast, reicht's. Wenn du weniger als 5 hast, hat Michael echt ein Problem für den Rest des Abends. Eben hatte ich noch 5, ja. Dann habe ich einen, jetzt habe ich 4. 4, dann reicht's so genau. Gut. Auf 0. Dann streiche ich die Quellgeister wieder. Miep. Die sterben. Oh, Elend. Was war noch irgendwas von Wert in dem Raum? Haben die Krakonier irgendwas... die Leiche, die auf dem Vielleicht wollt ihr das Pech mitnehmen. Ja, das ist das, was mir noch fehlt. Ein Fasspech. Irgendwo habe ich auch noch Federn gesehen. Ja. Der Krakonier im Gang hatte keine Wertsachen bei sich. Der tote Krakonier im Gang? Den ich ja schon geschüttelt habe. Nein, der ist auseinandergefallen, als du ihn geschüttelt hast. Mhm. Also... Das Skelett ist auseinandergefallen. Wenn du willst, kannst du einen verrosteten Säbel mitnehmen. Nee, ich habe genug Waffen. Erstmal. Ein Stemmeisen. Stemmeisen,
Schwert, Säbel, Ziersäbel. So, was macht ihr denn dann? In dem Raum war sonst nichts mehr von Wert? Nein. Und die Karkonier hatten auch nichts dabei? Ich glaube, die anderen Karkonier hatten zumindest ein bisschen Münzen. Nein, die sind total arm, da ist gar nichts. Nein. Die waren verflucht und die hatten Pech. Die hatten Quälgeister, ja. Die hatten nur Pech. Das. Aber davon ausreichend. In männlicher Kommunikation war das ausreichend. Den gibt's auch. So. Der einzige Unterschied ist, dass das eine Oktave tiefer ist, als wenn ich versuche, irgendwas zu drehen. Das macht einen Unterschied. Das reicht doch auch aus. Hallo! Ja. Ihr seid auf einem Schiff der verlorenen Seelen. So fühle ich mich auch. Also ich alle Räume sind durch. Ja, dann nehmen wir doch die Wendeltreppe. Sind das zwei Wendeltreppen? Das sind zwei Treppen. Und sind das zwei Wendeltreppen? Dahin, warum so wenig? Nein, das eine ist eine Wendeltreppe, bei der anderen Treppe habe ich leider keine Beschreibung, was das für eine Treppe ist. Ich finde es faszinierend, dass der Autor wirklich sich all diese scheiß Begriffe rausgesucht hat, Malspieker und Pricker und was und Tai und dergleichen, aber sich nicht angeschaut hat, wie so ein Schiff tatsächlich aufgebaut ist, sondern im Grunde einen Dungeon genommen und ein vages Oval drumherum gezogen hat. Aber auch hat. Wirklich vage. Also Wendeltreppe. Und eine Wendeltreppe, ja. Total praktisch. Und eine Eisenleiter. Ne? Vielleicht also, ist es aus verschiedenen Schiffen zusammengebaut. Oh. Ist es das neue Marvel-Universum der Schiffe? Es ist eine Dämonenarche, wie wir inzwischen wissen, Leute. Also so eine Art Space Hulk. Ja. Das da ist eine Wendeltreppe, das da ist eine normale Treppe. Und die führen beide nach unten? Nein. Die führt nach oben, die führt nach unten. Der Chat sagt, das ist nicht das Schiff der verlorenen Seelen, das ist die HMS BDSM. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, den Chat mitlaufen zu lassen. Also es kann ja nicht immer Club Undergast sein. Ja. Nehmen wir die Wendeltreppe hoch oder die Treppe runter? Oben waren wir schon. Oben waren wir schon, ne? Das macht, aber vielleicht führt uns das in einen Bereich, wo wir oben noch nicht waren. Wie, was sagt unser fotografisches, kartografisches Gedächtnis? Nein. Da oben waren wir noch nicht. Doch. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Vielleicht ist es ja ein Teleportationsspruch in der Wendeltreppe drin, sodass man woanders auskommt, wenn man da hochgeht. Gehen wir erstmal nach unten. Gehen wir erstmal nach unten. Schätze sind immer unten. Da werden die Monster stärker und das heißt, es gibt mehr. Es sei denn, man hat zu tief gegraben, dann sind sie oben. Ja, dann findet man noch größere Schätze. Mhm. Wir sind gerade bei 7J. Ah, ja, cool. Ich habe ein interessantes Problem festgestellt. Wenn ihr diese Wendeltreppe von unten nach oben betretet, ist da, wie hier steht, kein Morphu. Wenn man sie von oben nach unten betritt, ist unten am Ende der Treppe ein Morphu. Mhm. Ja, ihr betretet sie gerade von unten nach oben. Deswegen ist das ein sauberer Gang. Eine saubere Treppe. Wenn wir oben umdrehen und wieder runterkommen? Kommt ein Morphu. Cool. Nein, tut's nicht. Also es ist da keiner. Ihr kommt nur oben an eine verschlossene Tür. Seht diese drastische Abwesenheit von Morphus. Ja. Der Mangel an Morphus. Nicht auch mit einem Morphu gerechnet? Ihr Mangel an Morphus ist beklagenswert. Aber wir gehen trotzdem jetzt da die Treppe runter und ignorieren die Wendeltreppe. Ja. Wir nehmen die andere Treppe. Genau, die reguläre Treppe. Das ist fantastisch. Vielleicht wird die auch wieder zu einer Leiter. Zu der habe ich aber witzigerweise wiederum keine Beschreibung. Ich habe zu jedem Gang, aber okay. Zu der Treppe nicht. Vielleicht? Ja, ich sehe eine Illustration und ich finde sie überhaupt nicht gut. Das ist die namenlose Treppe. Das ist die Treppe ohne Namen. Wir sind jetzt in die Ebene. Ja, wir befinden uns in Ebene 3. Das Schiff kennt es wahrscheinlich. J7. 4. Braucht ihr nicht. Weil wir einen übersprungen haben. Aus das ist nur ein Raum. Ja. Weil sie zwischen die restlichen haben. Beschreibungen machen echt gar keinen Sinn. Das ist so ein Parkhaus, die eine Hälfte ist tiefer als die andere. Die Abmessungen sind im Grundriss zu entnehmen. Die Höhe des Raums beträgt 2,2. Als ob es einen Unterschied machen würde. Ja, wenn jetzt, wie hoch ist er? 2,2 Meter. Du kannst stehen. Mhm. Der Raum ist über eine Wendeltreppe. Es ist doch eine Wendeltreppe. Das stand da nicht! Okay, es ist eine Wendeltreppe. Ich nehme es zurück. Es ist auch eine Wendeltreppe. Eine morphofreie Wendeltreppe. Direkt mit dem darüberliegenden Deck verbunden. Es wird gefragt, was ein Morpho ist. Ein Morpho ist eine große Schnecke, die Knochenstücke spuckt. Ich habe da eine genaue Beschreibung. Ich dachte, das wäre ein kleines Motorrad. Ein Morpho? Vielleicht gab es das ja in Andres Jugend. André irgendwo. Als professioneller Autor sieht das locker mit der Rechtschreibung und der Reihenfolge der Vokale. Das Morphu ist ein
bis zu 4 Meter langes Ungeheuer, das in Sümpfen und flachen Gewässern zu Hause ist. Und im Schiff. Oder auf Schiffen. Wie zum Beispiel diesem Schiff. Aber auch im Seewasser überleben kann. Da es nicht schwimmen und sich nur begrenzt Zeit unter Wasser aufhalten kann, ist es aber immer auf Land oder feste Gegenstände in der Nähe angewiesen. Wie Schiffe. Manchmal haftet es sich an Schiffe, manchmal kriecht es auch in sie hinein. Wir haben mal auf dem Larvenmorpho dargestellt, indem wir ein Jabba the Hutt-Kostüm genommen haben. Es gibt so aufblasbare Riesenschneckenkostüme, im Endeffekt ihm einen anderen Kopf aufgesetzt haben und dann hat der arme Mensch, der damit durch die Gegend gekraucht ist, mit Nerf-Pfeilen geschossen. Sehr cool. Das ist schon sehr geil. Und die SR lief nebenher und hat überflüssigerweise noch... Lab ist schon ein albernes Hobby, oder? Ich war nicht die SL. Überhaupt nicht albern. Lab ist schon ein albernes Hobby. Weißt du, wir hatten das Thema, dass wir auf unseren Cons Retro-DSA-Monster auch einbauen, weil jeder hat Dämonen oder sowas. Wir wollten diesen Morpho. Morpho ist cool. Eine Riesenamöbe. Das war das Opfer der Riesenamöbe, das in mir drin steckte. Das Skelett eines Regenschirms im Bauplane und drüber. Sehr geil. Sehr cool. Und wir hatten einen Riesenhirschkämpfer. Steff war mal ein Riesenhirschkämpfer. Kann nicht jeder von sich behaupten. Sieht man ihm heute noch an. Aber das... Thema ist eigentlich die Wendeltreppe. Und die Abwesenheit von Morpheus. Das wissen wir noch nicht, ob's. Fußboden, Wände und Decke sind. Das war doch nur das Zwischendeck. Sorgfältig verschalt. So schäbig war es. Es ist dunkel. Ich habe eine Fackel. Die Nordwand ist nach innen gewölbt und bildet ein Viertelrund. Als dieses Schiff gebaut wurde, irgendwann ist dann den Leuten aufgefallen, die daran arbeiten, dass das Geld ausgeht. Und dann haben sie mitten im Verschalen dann auf einmal... An manchen Stellen wurde aufgehört, ja. Ja, erst haben sie gesagt, wir sparen, ab jetzt wird alles nur noch roh verschalt und irgendwann haben sie ganz aufgehört. Ein Teil haben sie überhaupt nicht fertig gemacht. Ich könnte ja verstehen, wenn man den Dungeon tiefer gräbt, dass dann irgendwie weniger Arbeiten an den Wänden sind, weil oben hat man mehr Zeit und unten ist halt noch frischer gegraben, aber im Schiff? Und jetzt ist es ja wieder besser geworden. Das ist wahrscheinlich auch die Nordwand ist nach innen gewölbt und bildet ein Viertelrund. Genau in der Mitte dieser Wand gibt es eine Öffnung, die gerade groß genug ist, um einen einzigen Menschen passieren zu lassen. Der Raum ist leer. Türen? Nein, diese Öffnung. Ich gehe zu der Öffnung im nächsten Raum. Ja. Ruhe. Oh ja. Ich darf nicht vergessen mitzuschreiben. Ich gehe sehr energisch. Ah ja. In diesem Viertelrund, das ist ein bisschen, als würdest du dich nennen wir es eine Nasszelle. Also so. Es ist ein Viertelrund. Und die restlichen Wände sind gerade. Ja, so wie so eine runde Dusche. Da ist halt eine Öffnung. Die Dusche hat keine Duschtür. Aber in der Dusche ist eine Tür. Also in der Wand ist eine Tür. Ich öffne die Tür. Ich folge ihm. Du folgst ihm? Ja. Was machst du? Ich schreibe Tagebuch mit schreiben. Und laufe halbblind hinterher, wenn Sehr ich gut. Notizen mache. Okay. Die Abmessungen sind im Grundriss zu nehmen. Höhe des Raums beträgt 2,2 Meter. Fußboden und Wände sind sorgfältig verschalt. Es ist dunkel. In der nordwestlichen Ecke des Raumes wird vom Viertelrund der Drehtür 3A ausgefüllt. Das ist eine Drehtür? Eine Drehtür? Wir haben die Kartine gefunden. Hat er eine Liste gemacht von unpassenden Innenarchitekturentscheidungen für Schiffe? Ja, nur Türen alleine fand ich immer zu langweilig. Auch so ein Kreuzfahrtschiff mal. Dachte sich, haben sie früher. Da waren so viele Monster und so viele fette Leute, die rumgefahren. Deswegen muss ich Morpheus einbauen. Und das war halt so ein... Ja, ich baue hier ein ganz tolles Schiff und dann haben sie halt irgendwelches Zeug zusammengezimmert, das Geld weggenommen. mitgenommen. Meinst du, das war so ein Abschreibungsschiff? Ja. Deswegen ist es auch dem Dämonenherrn, Morgul, dem Magier. Nee, wie hieß der Schurke hier? Das ist nicht mehr Morgul. Ah, okay. Also, als ihr da drin steht und hinter euch die Tür wieder zufällt. Mordor. War der Schurke hier. Wir haben mir so ein scheiß Schiff verkauft. Ach, gar nicht, zieh das jetzt durch. So. Komm, meine schäbigsten Untoten drauf, dann schieb ich das einfach los. Und zur Unterhaltung schicken wir noch Elternbert mit. So. Ist bei Elternbert irgendeine Beschreibung dazu gewesen, warum zur Hölle der auf diesem Schiff ist? Soll ich die vorlesen? Okay, in dem Abenteuer wird mich das Ihr habt danach gefragt.
Ich habe nur gefragt, ob es existiert. Ich habe dich nicht gebeten, es vorzulesen. Na gut, ich lese es vor. Wir haben es hier mit Uribert von Kiesen. Mir ist die Regiekatze in den Rücken gefallen. Das merke ich mir. Wir haben es mit Elternbert von Kiesenburg zu tun. Das steht in den Meisterinfos. Wir haben es mit... Ja. Einst war ein überall in Aventurien bekannter und beliebter Abenteurer, der als besonders verwegen galt und zeitweise gewaltige Schätze erbeutete. Vor vielen Jahren brach er zu einem Abenteuer auf und wurde nie wieder gesehen. Jetzt wissen wir, was aus ihm geworden ist. Er geriet in die Gewalt der Untoten und wurde als Gefangener nach Yal-Zogoth am Meer der Finsternis gebracht, vor den Thron des Zauberkönigs Mordor geschleppt und schließlich gezwungen, sein Wissen über Aventurien zur Verfügung zu stellen. Seither hockt er durch schwarze Magie, an der Flucht gehindert, auf verschiedenen Schiffen, die Yal-Zogoth verlassen, um ein Dämonennest nach Aventurien zu tragen. Die bitteren Erfahrungen haben den einst so lustigen Elternbert zu einem Grießkram werden lassen, dessen einzige Freude der Wein und ein gelegentliches Würfelspiel mit dem Klabautermann sind. Von ihm hat er nicht nur die Angewohnheit übernommen, manchmal in Reimen zu sprechen, sondern ihm im Spiel auch das ein oder andere magische Kraftelixier und andere Kostbarkeiten abgenommen. Elternbert steht dem Treiben der aventurischen Abenteurer inzwischen mit Gelassenheit ja beinahe Desinteresse gegenüber. Auf gar keinen Fall wird er ihnen helfen, ohne dabei selbst seinen Spaß zu haben. Da stand übrigens Kraftelixier. Ja, aber nicht hier bei der Beschreibung, was man kriegt. So lädt er die Abenteuer zu einem Würfelspiel ein, etwa Kanone, ohne dass hier dabei steht, was das für ein Spiel ist. Oder vielleicht so. War das in den 80ern total hip. Und ich habe es in den 80ern gespielt und wusste es da auch noch nicht. Da warst du auch noch sehr jung. Naja, jung. Das war knapp, weil du bist nett gewesen. Das hat er gerade rechtzeitig gemerkt. Ja. Aber es kann auch jedes andere Würfelspiel sein. Verlangt jedoch keinen allzu hohen Einsatz gegen dieses oder jenes magische Elixier. So und so weiter und so fort. Und la 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 la. Und theoretisch gibt es in seinem Raum auch, ich weiß nicht warum, aber völlig unmotiviert dann einen Geheimgang, der direkt zur Lösung des Spiels führt. Hättest du mal geschnüffelt? Aber ich habe geschnüffelt, aber halt nicht aber ja, die, am Tau, aber hier im anderen Raum. Aber die kann man nicht finden. Was? Den kann man nicht finden. Außer Elternbert erinnert sich plötzlich an die alten Tage, greift wehmütig, dass er die Tür mit einem magischen Essenz besprenkelt und anschließend mit seiner Keule zerschlägt. Moment, das hätte jederzeit passieren können. Ja. Das hättest du per Spielleiterwillkür machen können. Richtig. Mama kommt mich in 15 Minuten abholen, ich lasse jetzt mal den Typen die Tür eintreten, damit wir zum Endboss kommen. Genau. Können wir seine Mutter anrufen? Mama kommt aber nicht. So. Also, ihr habt, hinter euch fällt die Tür zu und plötzlich merkt ihr, die macht klack, klick, rums, 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 rums. Die Drehtür. Ja, die hinter euch, die andere. Und ihr seid jetzt wirklich in einer echten Drehtür und ihr könnt sie nur noch nach vorne bewegen, weil nach hinten geht sie nicht mehr. Oh, das ist wie wenn man aus dem Zoo rausgeht. Das ist deine erste Assoziation? Ja. Zoo. Oh. Ah, Zoo ist besser, das erinnert mich an Quickgeist. Er hat keine mehr. Wenn du das nochmal machst, ich dir wieder auf die Finger. Manchmal kommen sie wieder. Ich habe keine ASP mehr, aber das hindert mich nicht, zu schlagen. Spontan Regeneration. So. So. Ich gebe Lebenspunkte aus, damit du hast 3 Punkte regenerierst. So rum läuft das nicht. Also, gut, so, wollt ihr die Drehtür drehen? Ich drehe die Drehtür. Möchte jemand noch... Dreh die Drehtür. Knaller. Irre. So. Was? Dreht sie auf, ja. Dreht die Drehtür. So. Sie dreht sich aber nur um 90 Grad. Danach rastet sie erstmal wieder ein. Stecken wir jetzt immer noch fest oder ist sie jetzt so weit offen? Nein, es gibt eine Tür, also wieder eine Öffnung, wo ihr in einen anderen Raum kommt. Ja, dann gehen wir doch in den anderen Raum. Die Abmessungen sind im Grundriss zu entnehmen. Ja, den wir nicht haben. Ja, ich auch nicht. Es geht aber hier nicht weiter und da geht es irgendwie... Also ihr müsst euch den Raum durchnehmen, um in den nächsten Raum zu kommen, das Übliche. Also das Abenteuer will euch ein ganz klein bisschen zu ein paar Dingen zwingen. Deswegen Drehtüren. Das sagt uns einfach, wozu es uns zwingt. Genau. Die Höhe des Raums ist jetzt... 1,80. 2,80 Meter, wie auch immer das genau geht. Aber die Treppe runtergegangen. Ja, nicht noch eine. Die Südwestecke wird vom Viertelrund der Drehtür 3A eingenommen. Das ist eine super Beschreibung. Hier gibt es nur einen schmalen Durchlass. Am anderen Ende des Raums befindet sich im nördlichen Teil der Westwand eine Tür. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Teil. Vor der Drehtür befindet sich eine Plattform von 3 Metern Kantenlänge, die sich über dem Niveau des restlichen Raums befindet. Drei Meter Kantenlänge. Was von 3 Meter Kantenlänge?
Plattform. Ah. Eine Plattform. Es ist dunkel. Wände und Decke sind sorgfältig mit Holz verschalt. Mal Holz, sorgfältig. Gut. Der Fußboden, womit machen Sie den anderen Räumen verschalt? Der Fußboden ist mit Wasser bedeckt, das 20 cm unterhalb der Plattform beginnt. Da wird es alles ist genau immer eine gute Idee, so eine sorgfältig verschalten Holzräume unter Wasser zu setzen. Dann machen die sich besser. Um zu zeigen, wie sorgfältig die über den ganzen Raum verteilt hängen in verschiedenen Höhen Glaskugeln von 20 bis 30 cm Durchmesser, die an hauchdünnen Seilen aufgehängt sind und hin und her pendeln. In den Glaskugeln, die zum Teil wassergefüllt sind, erkennt man allerlei Gewürm, Krebse, Spinnen, Molche, Kampfschnecken, das steht hier so, Kampfschnecken, Seeigel, Insekten und so weiter. Alter, also, hast du meine Familie beleidigt? Es sieht ungefähr so aus. Ah ja. Entschuldigung, warum? Es tut mir leid, aber wir müssen jetzt dieses Schiff niederbrennen. Ich sehe, das ist die einzige Lösung für dieses Problem. Ich meine, wir müssen auf irgendwas also, würfeln, um da durchzukommen, ohne die Glaskugeln kaputt zu machen. Also, ihr seid in diesem Raum, ja? Steht auf dieser Plattform. Ja. Hinter euch geht es nicht mehr raus. Ja. Ich fühle mich ein bisschen wie bei The Saw. Und vor euch und sind diese Glaskugeln. Jetzt muss ich nur das Auge ausstechen, um den Schlüssel zu bekommen. Die durch die Gegend wandern. Da drin sind irgendwelche Viecher, die sagen so, lass sie mir. Und da ist Wasser. Warum denn? Kampfschnecken, die bedrohen sich mit ihren Fühlern gegen die Wand trommeln. So. Die Fade-Snail. Und die einzige Tür, der einzige Ausgang ist... Auf dem anderen Ende. Am anderen Ende. Und auf was müssen wir jetzt würfeln, um da durchzukommen? Ihr wollt da durch? Bist du mutig? Traust du dich wirklich? Ich gehe vor, ich bin niedrig, sie schwingen eh alle über mir. Okay, du setzt deinen Fuß nach vorne und stellst fest, das Wasser ist gar nicht so tief. Naja, für dich schon. 40 Zentimeter, also bis zum Kinn. Nein, nicht ganz. Aber untenrum wird schon kalt. Aber untenrum. An dir gehen die Kugeln ganz knapp vorbei. Da. Ich Limbo hinter den Zwerg. Um möglichst keine der Kugeln. Limbo. Er limbot, ich woge. Für Limbo braucht man Charisma. Okay, die Beschreibung hier ist echt beeindruckend. Also zum einen zerbricht das magische Glas nur bei Berührung mit Menschenhaut. Also du bist praktisch... Oh. Okay, das nehme ich jetzt mal einfach als... Was zum... Das nehme ich jetzt mal einfach als Beschreibungsfehler. Frank. Aber viel geiler ist... Jeder, der den Raum durchqueren will, muss beweisen, dass er geschickt genug ist, den Kugeln auszuweichen. Dies bedeutet pro Kugel einen Geschicklichkeitswurf minus 3. Das, warum sagt er nicht direkt pro so, Kugel? So sieht das aus. Wer will die Kugel sehen? Steht da nicht, wie viele Kugeln es sind? Ich glaube, das wird dem Spielleiter überlassen. Warum sagen wir nicht einfach direkt? Also, ihr scheitert. Das ist eine beliebige Anzahl an Proben, die erschwert wird. 3, 7, 20. Also, war das nicht eine 1? Nö. Markus. Wenn du schon einen Schirm hast, solltest du auch dahinter würfeln. Okay, du hast so recht. 20. Wenn du anders nicht gewinnen kannst, bitte. Ich kann nichts dafür, das macht. Markus hat DSA gewonnen. Okay, also ich lasse euch jetzt einfach mal... Ihr habt nicht zufällig irgendwann so ein magisches Elixier bekommen, mit dem man Wasser zu Eis verwandeln kann? Nö. Ach nee, dafür hättet ihr euch ja mit dem Klabautermann gut verstehen müssen. Ein Scheiß werde ich tun. Ich habe nur den Chat darum gebeten, dass irgendjemand hier einen Feueralarm auslöst, wenn das in der Nähe ist. Es wird übrigens gefragt, wer lacht da so dreckig im Hintergrund? Es gibt mehrere mögliche Antworten. Aber ich glaube, gerade war es Nadine. Die letzte Beschreibung ist doch toll. Die Tür am Ende des Raumes ist verschlossen. Klammer auf, wir 20 plus 2. Klammer zu. Was heißt das? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Aber egal, kommen wir erstmal bis zur Tür. Ihr dürft einfach jetzt bitte mal alle auf Geschicklichkeit minus 3 würfeln. Aber einer muss anfangen, weil für den, der hinter ihm läuft, wird es immer schwieriger.
Oder dann geht die. Meine Schildchen. Nein, du hast gesagt, du gehst vor. Du bist der Tieftauchzwerg. Ich habe eine 2. Und jetzt wissen wir, wie Ulysses an die Rechte von DSA kam. Plötzlich hat DSA gewonnen. Beim Hexenspiel. Andere Vorschläge sind, eine Pizza zu schicken, um dich abzulenken. Ich weiß nicht, ob damit gemeint ist, dass du dann jetzt was isst oder dass du damit beschäftigt bist, Michael daran zu hindern, sie zu essen. Aber ich könnte Michael damit füttern. Und sehen, was passiert. Aber es ist noch vor Mitternacht, alles ist sicher. Der Gedanke, dass Michael haarige Bälle auswirft. Egal, nein. Das ist, Michael. Das ist meine niedliche Form, ja. Ich möchte es nur nochmal betonen. Kannst du den Mogwai-Song? Oh ja, nein. Sing den Mogwai-Song. Nein, ich kann den Mogwai-Song nicht. Nein, ich kann den Mogwai-Song nicht. Und selbst wenn ich ihn könnte, würde ich ihn nicht machen. Sing auch alle mit. Nein! Möchtest du als Zweites in durch diesen Raum gehen? Schubs! Ich will dich, Slater! Ja, gut. Ganz knapp. Nein, nee, minus 3. Mindestens minus 3. Ich kusche mit der Schnecke. Minus 3. Minus 3. Nein. 3 dann. Nicht geschafft? Markus im Sailor Moon-Kostüm füttert Michael. Ich hab keine das Ahnung. Ist ein echt fieser! Das mit dem Sailor Moon-Kostüm hatten wir letztes Mal, aber. Ja, aber doch, das ist. Aber echt, die Kombination ist schon. Das ist schon echt ein fieser Fetisch. Also, warum nennen dich eigentlich im Chat alle Micha? Ist das so ein Spitzname, nein, den ich nicht kenne? Oder oh, darauf reagiert er total super. Niemand nennt mich Micha. Nein. Der Chat schon sehr oft. Das ist falsch, lieber das Internet. Ich habe gerade so geschafft, meine Fantasie abzuschalten. Offensichtlich ist gerade das für Bild den Moment, oder? Nee, für den Moment. Nur bei zwei Leuten ist das Bild eingefroren. Twitch ist heute wieder blöd drauf. Wird Zeit, dass wir Premium werden. Ja, das ist ganz einfach. Wir machen das hier pro Woche 5 Mal für mindestens 2 Stunden. Mhm. Vor 500 Leuten. Yay. Also ab nächster Woche. Wenn wir dann ein Viertel weniger Produkte rausbringen, könnte das seitlich durchaus. Ah, jetzt tu dich so, als wärst du dafür. Ihr könnt einfach streamen, wie ihr arbeitet. Ah! Dafür gäbe es eine Zielgruppe. Ich habe auf Facebook gesehen, ihr habt so Überwachungskameras. Überwachung? Ja, der Rotongi. Du verlierst 2 Lebenspunkte. Okay, damit kann ich leben. Dann gehe ich als drittes Mal durch. Du hast -4. Was geschafft? War es eine Spinne oder war es eine andere Kreatur? Das war eine Kampfschnecke. Oh, dann kann ich leben, die nehme ich mit. So, dann Captain habe ich eigentlich die Schicklichkeit. Und dann beißt sie Michael. Miep! Pfui, pfui! Also, sie hat nur ich habe es geschafft. Würfelt. Nein, ich würfel nicht nochmal. Auf Michael. Na gut. Würfel auf Michael, ist Michael ein fester Bär. Ja, wenn du klug scheißen, das kann ich ja wohl Michael haben. Okay. Nein, das. So, ihr kommt am Ende der Tür an und die Tür ist verschlossen. Ich interpretiere das jetzt mal hier so als Schwierigkeit, die Tür aufzukriegen. Wer will sich denn an der Tür abracken? Hier, nimm mein Stemmeisen. Ich nehme das Stemmeisen und versuche die Tür aufzubrechen. Ich habe eine 3 gewürfelt. Von der Körperkraft von 14 plus was immer. Immer der Körperkraftstrang noch. Sehr gut. Würfel mal auf Bruchfaktor für das Stemmeisen. 4. Das Stemmeisen hat Bruchfaktor 5. Knack! Du hast mein Stemmeisen kaputt gemacht! Das ist auf meinem Chibi zu sehen! Oh nein, ich kann dich noch das hast du zu ja, was ist das denn für eine minderwertige Leistung? Das Schild hätte kein Mensch gebraucht. Aber das Stemmeisen kann ich ihm doch noch wegnehmen. Nein, ich leg meine Liebesbalken drüber. Hast du gerade Nadine angeschrien? Nein, den Rechner da zwischen mir und Nadine. Ich will wissen, ja. Ich weint jetzt, glaube ich, oder lachst du da? Guck nicht so, das macht mir ernsthaft Angst. Du hast Nadine zum Weinen gebracht. Wenn du das nochmal tust, muss ich Michael kneifen. Ich bin sensibel. Auf zu lachen. Elton-Bert. Ich habe Bilder von Jagdschnecken gefunden. Hauptschnecken, ganz schön eklig. Kampfschnecken, nicht Jagdschnecken. Das ist das Gleiche. Das sind große Nacktschnecken. Ich möchte hier nochmal betonen, dass das Stemmeisen einen schlechteren Bruchfaktor hat als ein Schwert oder ein Säbel. Ja. Also ein Gegenstand, der dafür gedacht ist, Dinge aufzubrechen, so, geht leider. Also du brichst die Tür auf und findest auf der anderen Seite ein magisches Stemmeisen. Völlig überraschend, ein weiteres Stemmeisen. Ich kann dir das ja nicht wegnehmen. Du solltest das war mal gelegen, komm. Du solltest alles fest. Eigentlich steht hier, die Spieler finden ein Schild, aber das mache ich nicht. Im Ernst? Das steht da nicht. Nein. Zeig mir mal das Buch her. Der Chat würde sehr gerne mal die Schildversion von Lupo sehen. Nein. 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 Schon 409 Mal. Ja und? Da kann man mal ein Schild geben. Klar.
Lass mich mal würfeln. Nee, leider nicht. Also, machen wir doch weiter. Die Abmessungen sind dem Grundriss zu entnehmen. Höhe des Raums 3,5 Meter. Ist das Schiff aus Lego gebaut? In der Ostwand befindet sich eine Verbindungstür zum Raum 3-3. Das steht da so dran. Das steht da drauf. 3-3. Verbindungstür Raum 3-3. In der Südostecke ragt der Viertelkreis der Drehtür 3a mit einer schmalen Öffnung in der Mitte in den Raum. Wände und Decke sind sorgfältig verschalt. Das ist dunkel. Ja, aber der Fackel. Die Tür öffnet sich auf eine Plattform, Kantenlänge 3 Meter. Unterhalb der Plattform befinden sich zwei Bassins, wobei jedes Bassin etwa die Hälfte des Raums einnimmt. Im nördlichen Bassin schwimmen 10 Haie. Kann ich das, was wir als Haustier haben? Das ist fliegende Schnecke. Eine Kampfschnecke. Die fliegt. Die Flügel kommen mir irgendwie... Du bist doch Magierin, bist du kein Vertrauten? Habt ihr das gerade gehört? Im nördlichen Bassin schwimmen 10 Haie. 10. Wie groß war der Raum nochmal? Die sind unter der Plattform und die Plattform hat eine Kantenlänge von 3 Meter. Also, da ich hier keine genaue Legende zur Größe von irgendetwas habe, vermute ich mal, der Raum hat etwa... Wie groß sind die? Sind das so Schmuckhaie so in der Größe? Naja, nee, auf dem Bild sind das mehr so weiße Haie. Im Aquarium of the Pacific durfte man mal Baby-Hammerhaie streicheln. Die fühlen sich total toll an. Wenn die Hand ab ist. Also wie immer, sie fanden das auch interessant, gestreichelt zu werden. Man bekam eine genaue Anleitung, wie man sie streichelt, mit zwei Fingern und in welche Richtung und wie. Aber dann, wenn sie neugierig wurden, um sich umdrehen, um die Finger anzuschauen und sich zu geben, habe ich meine Hände auch wieder aus dem Wasser gezogen. Sind dabei. Sind die Haie schlecht gelaunt? Ja. Haben sie Laser auf dem Kopf? Nein. Was? Das hat der Chip gerade hochgeflogen. Ich finde, das ist total naheliegend. Also, im nördlichen Bassin schwimmen 10 Haie. Im südlichen Bassin wimmelt es von einer Unzahl von Piranhas. Das ist, finde ich, echt komplex. Sie haben offensichtlich ein Salzwasserbassin und ein Süßwasserbassin. Ja. Wir machen auf einem Schiff dazwischen kaputt. Und dann und beide sterben. Aber die Haie ich sind bin noch nicht fertig. Lass uns doch mal ein Schiff voller lebender Haie machen. Zwischen den Bassins befindet sich in West-Ost-Richtung ein schmaler Steg von 10 cm Breite. Also das ist die Abgrenzung zwischen den beiden Bassins. Die Koordinaten eigentlich gerade. Du, das kann ich dir gar nicht hundertprozentig genau sagen, weil der Plan hier ist so... Wir haben auch keine Karte mehr. Hohe D7. Wieso hat die Katze eine Karte und wir nicht? Der braucht sie. Es macht doch keinen Unterschied. Ich führe euch da eh gnadenlos durch. Ist völlig wurscht, ob ihr eine Karte habt oder nicht. Na gut. Also. Ist das eigentlich auch im Kartenspiel dann drin? Ja. So jetzt sind wir noch nicht. Im nördlichen... Doch, haben wir. Schiff der verlorenen See. Ah, du bist noch nicht so weit gekommen. Ich muss erstmal den Wald ohne Wiederkehr schaffen. Schon wieder. Zwischen den Bassins befindet sich ein West. Das ist ein Kartenspiel, da scheitere ich genauso. Steht. Im Süden gibt es vor dem Viertelkreis der Drehtür ein ähnliches Plateau wie auf der Nordseite. Also ihr müsst jetzt von da, wo ihr jetzt seid, über die Bassins auf die andere Seite kommen. Dann kommt ihr raus aus der tödlichen Falle. Oh. Muhaha. Da. Und der Steg ist... Steht das da für die stilsicher eingesetzten 3 Punkte am Ende des Satzes? Nein, noch nicht. Da kommen wir aber noch hin. Können wir die Bassons zerschlagen? Ruhe. Ich bin noch nicht fertig mit dem Vorlesen. Ihr guckt euch erst noch um. Keine Laser. Gut. Über den Bassins sieht man einen Seilzug nach Art einer Hosenboje. Michael, Hosenboje. Du bist auch so eine Hosenboje, ey. Deine Mutter hat eine Hosenboje. Talien sind im Norden und im Süden... an der Decke befestigt. Dazwischen laufen 2 Seile. Die Hosenboje, man könnte sie auch als eine Art Lift bezeichnen, besteht aus einem hosenförmig zugeschnittenen Stück Segeltuch, das am oberen Rand verstärkt und mit den Seilen verbunden wurde. Durch Ziehen an den in den Talien befindlichen Seilen kann von beiden Seiten aus, Prinzip Flaschenzug, die Hosenboje samt Last über die Bassins gezogen werden. Jemand soll in diese Hose steigen, wird über die wilden Haie gezogen. Und Piranhas. Und Piranhas. Denen ist keine andere Möglichkeit eingefallen, als Leute in eine Hose zu stecken und die rüberzuziehen? Nein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das Abenteuer hat tatsächlich was von einem Point-and-Click-Adventure so aus der Hochzeit. Oh. Wir brauchen einen Gummihuhn. Ja. Das Schlimme ist, das ist Elfenbergs Hose.
Boah, ist das widerlich. Also ich würde den Steg nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber Elton Baird hat aus dem Off gesagt, das sei Elton Baird's Hose, ja, die da verwendet wird. Seine gebrauchte, die er nicht mehr trägt, weil sie ihm zu unangenehm ist. Aber... Gut, wie wollt ihr damit umgehen? Nicht. Ich trage keine Hosen. Ich mag es untenrum frei. Ja, okay. Und jetzt? Sie gibt die Freiheit. Der Steg ist aber praktisch zu uns nicht in Laufrichtung, richtig? Entschuldigung? Der Steg geht von West nach Ost und nicht noch von Nord nach Süd. Ja. Also wir müssen wir erst über die Haie oder erst über die Piranhas? Der führt sozusagen über die Mitte zwischen den beiden. Ja. Und wenn ihr runterfallt, wird gewürfelt, welches Becken ihr fallt. Achso, tatsächlich, der Steg fängt da an, wo wir stehen. Ja. Und läuft auf die andere Seite. Das heißt, die Hosenboje ist vollkommener Bullshit. Wir könnten noch einfach versuchen, drüber zu balancieren. Ja, über diesen 10 cm breiten Steg. Könnte nicht einer rüber balancieren, dann die Hose rüberziehen, dann könnte jemand in die Hose rein und dann wird er wieder zurückgezogen? Theoretisch könntet ihr es auch so machen. Ihr könnt ja so schon die Hosenboje tatsächlich bewegen, so wie ich das hier sehe. Wenn jetzt einer stirbt, muss Nadine nochmal von vorne anfangen, ne? Genau. Genau, wir haben ja, Merchandise. Wenn dann liegt das da dran, dass sie schlecht gewürfelt haben, nicht an mir. Wir haben Merchandise darum aufgebaut. Willst du dir wirklich die Firma schenken? Wir müssen uns mal überlegen. Erstens, die Piranhas fressen kein lebendes, frisches Fleisch. Nee, ich glaube, das sind Fantasy-Piranhas, die fressen auch so. In Sekunden schneller. Warum? Dann lass ich veranlassen, dass bei Get-Shirts dann RIP drückt. RIP! Genau, da werden nur noch so X über die Augen gemacht und dann kommt der Charakter so in den Get-Shirt-Shop. Nee, ihr könnt es tatsächlich von beiden Seiten benutzen. Also wenn einer von euch da jetzt einsteigt, können die anderen versuchen, den auf die andere Seite rüberzubringen. Lubor, wir haben kein Schild für dich, aber diese Hose. Ich nehme alles, was geht. Ich steige in die Hose und vertraue meinen Kameraden, dass sie mich rüberschieben. Kameraden, ich vertraue euch. Kannst du das nicht selber rüberschieben? So wie ich das verstanden habe, kannst du selber ziehen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie zur Hölle das funktionieren soll, aber... So, eine Kraftprobe. Eine Körperkraftprobe. Ja, aber für denjenigen nicht, der drin ist, sondern für denjenigen, der das tut. Ich kann nicht selber ziehen. Nein. Dann. Achso, ich dachte, man benutzt das gemeinsam. Können wir zusammenziehen. Machen, habt ihr nicht noch Elixier dafür? Nein, das hat er ja schon voreilig geschluckt. Ja, aber die 7 Spielrunden. Zwei. Glück gehabt. Die 7 Spielrunden halten ja noch. Spielrunden. Das ist nicht das so definiert. Willst du mir gerade reinreden? Ich wiederhole, was der Chat sagt. Na gut. Hat der Chat das gesagt? Irgendwann? Ja. Hier, also ich habe das Gefühl, das geht nicht mit... Das ist Regiekatzenwillkür. Meta. Das ist Meta-Willkür, sehr gut. Also, du hast es geschafft und... Du merkst aber, dass die Frage, ob du da aus der Hose rausfällst und abstürzt, nur damit zusammenhängt, wie gut der Chat ist. Bestätigt, der hat das gesagt. Ja, ja. Danke, Chat. So. Chat. Nur damit zusammenhängt, wie gut dein Kompagnon auf der anderen Seite am Rad dreht. Er hat eine 2 gewürfelt, das ist sehr gut. Das Meister, ich würde sagen, ansonsten meisterlich gedreht. Ansonsten wärst du rausgefallen. Wenn er die Probe nicht geschafft hätte? In welches der Bassons? Das würden wir dann auswürfen. Du bist auf der anderen Seite und du steigst aus der Hose. Hose. Ich springe aus der Hose und freue mich. Mach dich frei. Freue mich. Alle können sehen. Das ist jetzt mehr Informationen, als ich haben wollte. Gut. Der Nächste. Entschuldigung. Ich gebe Schicksalspunkte aus. Nein. Ich gebe Schicksalspunkte aus, ist gut. Und was gegen Magier? Misslingt der Wurf, stürzt der andere Abenteuer in eines der Becken. Der Chat stellt die naheliegende Frage, wie kann man aus einer Hose fallen? Die dreht sich dann so, die dreht sich so um. So. Ja, das war halt seine Hose. Es ist die falsche Hose. Der hätte auch zwei, drei gefunden. Du bist durch das Hosenbein durchgerutscht. Ja, was passiert? So. Fällt er in das Becken mit den Haien, kann er versuchen, das nördliche Plateau zu erreichen. In welches Becken bin ich denn gefallen? Haie. Dann versuche ich, das nördliche Plateau zu erreichen. Würfel mal auf Geschicklichkeit. Ja.
Mit minus 4? Nein. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Du kannst auch nochmal auf Kraft würfeln. 17. Ich hab's probiert. Oh, mein Chibi ist so schön geworden. Barbaren spielen und hast die Axt zurück. Oh ja! Dann spielst du Litas Schwester. Ja. Oh, das ist Erpressung. Liti. Luther. Luther! Okay. Du fällst, stürzt in das Becken mit den Haien. Allerdings erschrecken sie sich, bellen einer kurz und fliehen. Platsch. Platsch. Und die Haie fallen über dich her. Soll ich das von Michael kurz vormachen? Nein. Also. Wieso an Michael? Das, mir einfach am nächsten. Und bevor du weiter, dein Mikro ist aus. Du sprichst dein Mikro ist scheinbar aus. Kannst du mal gucken, ob du noch Saft hast. Saft hast? Nö. Jetzt müssen wir den Scheiß schon so lange ertragen, dass du da die Batterien leer gehst. Was? Ja, mach mal ein bisschen spannend. Haie! 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 Das ist wie Feuerrufen, oder? Es gibt keine Haiwehr. Hätten wir jetzt mal Anti-Hai-Spray dabei. Es gibt aber nur so 3-4 Arten von Haien, die überhaupt Menschen angreifen. Und ich glaube, keine davon passen gleich 10 Stück. In Rollenspielen ist das anders. Fang jetzt mit Logik an. Es sind Zwergweißer. Ich glaube, die sind besonders deswegen so schlecht gelaunt, weil sie einfach viel zu wenig Platz haben. Ja, das ist die sind so nebeneinander. Wenn das Peter ist. Exakt. Das sind echt unwürdige und unnatürliche Haltungsmethoden, die sie hier anwenden. Ja, als nächstes kommen wir noch zum Gefängnis. Da wäre ich auch sauer. So, also du stürzt in dieses Becken. Oh, und als die Haie schon über dich herfallen wollen, macht es. Und du befindest dich wieder oberhalb von dem Becken. Auf dem schmalen Steg. Auf dem schmalen Steg. Ich benutze meinen Stab zum Balancieren. Und du darfst nochmal auf Geschicklichkeit würfeln. Das sind Teleportationshaie. Das ist viel schlimmer als Laser. Minus 4 immer noch. Du schaffst es tatsächlich über den Steg hinweg zu balancieren. Der äfft dich nach. Ja. Und du kannst dann. Ist sehr nah dran, wie ich das machen würde. Du kannst ihr hochhelfen, ja. Während die Haie so. Und die Perandas auf deine Seite so. Und. Ich glaube nicht, dass als du da hängst. Als du da hängst und dich mit dem einen Arm festhalten musst, um sie mit der anderen Hand hochzuziehen, damit die Haie, die jetzt hochspringen und die Piranhas, die drüber springen, und manchmal frisst so ein Hai so ein Piranha, manchmal so ein Piranha so ein Hai. Das ist gestopft. Das ist mehrere Schichten von Fisch gleichzeitig. Dir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, jetzt denkst, wie du die braten kannst. Ich habe noch Seeteufel und es ist alles. So. Und du ziehst sie hoch und es ist wirklich ganz knapp und du musst all deine Kraft anstrengen. Als du neben dir stehend, also mehr so sitzend in so einem Schneidersitz, ihren Retter siehst. Na, jetzt mal kräftig ziehen, mein Junge. Nicht loslassen. Nein, um ihn eine zu knallen. Ich wusste, dass er das sagt. Sie lässt nicht los. Die Kraft. Ja, jetzt will ich echt ziehen. Ich versuche den Arm wegzuziehen, um ihn eine zu knallen und dabei ziehe ich sie aus Versehen mit hoch. Sag mal, brauchst du das ganze Zeug noch, was hier an dir dranhängt? Flossen weg! Och, das sieht interessant aus. Und das da! Ich schaffe meine Körperkraftprobe, ich ziehe sie hoch. Okay, na gut, er macht sich nur mit 2 Punkten. Wertgegenstände sind hier oben, Waffen sind da unten. Er macht sich nur mit diesem kompletten mittleren Bereich davon. Der ist eh gestrichen. Das ist einmal durch. Du hast mir schon mal, der hat mir schon mal alles Geld geklaut. Der kann mir das nicht zweimal klauen. Ist ja nicht so, als ob ich ihm plötzlich da ist noch was, oder? Das sind die Wertgegenstände, die ich habe, ja. Ja, mach das halt mit denen doch. 2 Leuchter, 2 Becher und eine Schmucktruhe. Brauchst du die Schmucktruhe noch, mein Junge? Nö. Die Becher? Auch nicht. Wozu brauchst du die? Und den Leuchter? Auch nicht. Ich verteile die wieder für die Nächsten. Also, von daher. Ah, so funktionieren Dungeons. Das macht, So. Könnt Becher mal drüber ziehen? Ihr dürft auf Körperkraft steige in die Hose, würfeln. Bocklerwasch. Steige in die Hose und vertrau uns. Steige in die Hose, Bockler. Eine 19. Ich muss kurz den zitieren. Und zwar sagt Viking Warwolf, bei Markus dürfen nicht mal die Haie im Stream essen.
Ja, hier herrscht noch Zucht und Ordnung. Und Lavax fragt Michael, warum du überhaupt noch Dinge sammelst. Sonst komme ich in den Negativbereich. Ich gehe dann so in den Dispo, wenn Leute mir gesagt haben, ich sie wegnehmen kann. So, endlich der Puff. So, weg ist es. Gut. Also, ihr seid wieder rausgekommen und Dankeschön. Also nur damit wir das klarstellen, dieser ganze Bereich, den ihr da gerade durchlaufen habt, ist völlig unnötig. Weil da gibt's nichts. Außer auf die Fresse. Und ihr kommt wieder hoch. Wir streamen ja jetzt schon ganze 2 Stunden. Und ihr kommt das ist doch ein guter Zeitpunkt. Ihr kommt hier oben wieder an. Wie? Da seid ihr wieder. Ihr müsst die Treppe wieder hoch, das war's. Mehr gibt's dann. Wo seid ihr? Wir sind ja unten von dieser Treppe zu der Treppe gegangen. Nein, ihr seid ja da nicht hoch. Das wäre die hoch, wo von der anderen Seite der Morpho dran ist. Ja. Und das war die Treppe, die ging runter. Ja. Und die kommt jetzt wieder hoch. Zauberei. Weil da kommt ihr wieder raus. Mann, so sieht's aus. Nico, kannst du kurz alle zerbrechlichen und teuren Gegenstände vom Tisch nehmen? Wenn du das Mikro und dein Handy wirst. Ja. Tableflip. Ja. Ein sehr überlegter Tableflip. Ja. Ganz kurz. Schimmel, wie ja. macht man überlegt einen Tableflip? Hey, ich will das nur noch mal an der Stelle betonen. Ja. Ich kann da nichts für. Das hier weg. Nein. 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 Das halt nein. Mal. Ja. Ich muss dir schon helfen. Das ist mein Tisch. So, das war's für heute. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Jetzt mal hinstellen. Also, bevor der nächsten Runde Tisch am Boden festschraubt. Das wäre gar nicht nötig, wenn du dich so leiten würdest. Du hast uns dazu gezwungen. Mir tut's mindestens genauso weh wie uns. Ich habe nichts gemacht. Ich weiß auch nicht genau warum, aber jetzt geht's mir besser. Danke, Olaf Sammel. Das ist alles wieder auf. Okay, damit verabschieden wir uns in die Sommerpause und sehen uns beim nächsten Mal. Sommerpause. Okay, tschüss. Tschüss. Das ist mein Tisch. Oh je, ich hab schon wieder aus Versehen Knights of the Old Republic gestanden. Wie das jetzt auch mal.